Die heutige Episode wird euch präsentiert von 54.de. 5 als Zahl, 4 als Wort.de. Spaßspiele, Ringelpiez mit Anfassen und alle anderen Schweinereien im Großraum Trier im Postleitzahlenbereich 54. Also 5 als Zahl, 4 als Wort.de. Des Weiteren werden wir euch präsentiert von skillcontrol.de. Philipp, erzähl uns mal, was skillcontrol.de ist. Und Skillcontrol Stille. ist eure Plattform für Musik, um alles, was euch das Herz begehrt. Produktion, Songwriting, Gitarre, Gesang, Ukulele, was ihr auch immer wollt, im Prinzip auch musikalisch Ringelpiez mit anfassen. All das findet ihr auf skillcontrol.de. Einfach mal eingeben und vorbeischauen. Und damit legen wir auch schon los für heute, würde ich sagen. Here we go. Wenn es denn laufen würde. Haben wir wieder keinen Jingle, haben wir wieder keine Musik, ne? Ah, es nervt einfach nur. Warte kurz. Ich schalte noch einmal um. Das So, da läuft er. Ich gehe nochmal ist live. live. Und dann hoffe ich, dass er gleich kommt. Sonst müssen wir uns den einfach denken. Eine Sekunde. Ha. Hallo, ihr Nacktschwärmer da draußen. Habt ihr euch auch schon die Wolldecke ins Wohnzimmer gemümmelt? Habt ihr schon euren Couchtisch angezündet, um ein bisschen Gas zu sparen? Johannes hat das auf jeden Fall gemacht. Er ist nämlich zugeschaltet. Es sieht ein bisschen diesig bei dir aus. Ich glaube, die Möbel brennen schon alle. Oder ist das vielleicht dein Ofen, Johannes? Ja, hallo, hallo, liebe Zuhörer an den Volksempfängern. Herzlich willkommen zu Joko gegen Klaas, aushalten, nicht heizen. Ich hab mich nach oben verkrümelt, wo ich einen schönen Holzofen stehen habe. Den habe ich angeschmissen. Der ist allerdings zu. Die diesige Optik ist einfach nur der schlechten Kamera geschuldet. Und wenn ihr im Hintergrund klingeln und rascheln hören solltet, dann ist das der Disco-Föx, der hier natürlich auch rumläuft und die Wärme des Ofens sucht. Ich habe also bisher die Zentralheizung noch aus und versuche natürlich heldenhaft auszuhalten. Eventuell schaffe ich ja den November, ich glaube es aber kaum, weil der Moment ist schon echt hart manchmal nachts. Und also sozusagen, wie soll ich sagen, wenn die Morgenlatte steif gefroren ist, dann ist nicht mehr lustig, ne? Wie ist es denn in Köln von Man der kann Kälte auf her? jeden Fall sagen, ach ekelhaft, aber man kann auf jeden Fall sagen, du bist also eigentlich voll im aktuellen Modus drin, überall wird gespart. Ich merke das ganz extrem. Ich hatte jetzt zwei Veranstaltungen diese Woche, einmal ein Messejob und einmal passiv habe ich das nochmal mitbekommen auf einer Veranstaltung. Also einmal war ich quasi selber betroffen, einmal habe ich es nur am Rande mitbekommen. Es wird überall gespart. Ne? Ich habe das Gefühl, die Brötchen werden kleiner, die Inhalte von Verpackungen werden irgendwie, da wird getrickst und so. Und du Die sparst jetzt quasi Inhalte auch hier im werden Podcast. kleiner. Die Inhalte werden kleiner. Bei uns Die werden auch die Inhalte Inhalte werden kleiner. Wir kleiner. müssen ja auch sparen, wo es geht. Und Johannes hat einfach mal sich gedacht, komm, Kamera machen wir einfacher, Mikrobombe ab, hat alles schon bei eBay Kleinanzeigen reingesetzt, weil er muss ja irgendwie Ich habe erstmal den alles schon nächsten Meter Holz verbrannt. finanzieren für den Winter. Ja, Nee, ist alles alles schon auf dem verbrannt. Das Scheiterhaufen ist klar. gelandet, alles. Nee, Deshalb. also Temperatur ist super ekelhaft. Ich sitze auch noch hier ohne Heizung, noch geht. Ich wohne in so einem schönen Vonovia-Zwangskerkerbau mitten in Köln, wo man das Glück hat, dass hier alles so kaputt modernisiert wurde, dass zumindest eine Sache funktioniert, nämlich die Isolierung der Fenster. Das ist ganz geil. Wenn man einfach nie wieder die Fenster öffnet, kommen wir vielleicht so bis November ohne die Heizung anzumachen. Das ist meine persönliche Hoffnung. Ansonsten finde ich es echt ekelhaft. Also heute hatten wir so 10 Grad und Dauerregen. Ich will mich aber nicht beschweren, weil irgendwo ist das mit dem Regen ja auch eine Sache, die kann man schon mal so machen Ende September, finde ich. Na, nee, ich sag mal mit den Worten des durchschnittlichen Trierers, Anna Leut han auch Schnuppen. Insofern sollten wir uns wirklich nicht beklagen. Ja. Immerhin haben wir ein Dach über dem Kopf. Wir frieren uns nicht tot. Es ist Wobei unangenehm. Schnupfen haben im Moment echt alle. Ja, ich Das ist auch. echt ganz geil. Ich habe jetzt schon wieder, kommen wir direkt so ein bisschen ins Musik-Business wieder so ein bisschen rein.
im Moment ist die goldene Zeit. Corona spielt keine übergeordnete Rolle, aber was ganz, ganz viel passiert ist im Moment, ich kriege super viel Spontananfragen, weil irgendwelche Leute Mandelentzündung haben oder erkältet sind. Was zur Folge hat, dass ich die letzten 2 Wochen selber krank durch die Gegend getingelt bin, weil ich Arsch gesagt habe, ich gehe halt auch krank auf die Bühne. Aber es ist halt total lustig, dass heute schon wieder, heute kam wieder eine Anfrage für jetzt am Samstag, kann ich leider nicht spielen, aber ist auch wieder irgendjemand krank und ausgefallen und spontan kriegst dann so WhatsApp von Leuten, die sagen, Hilfe, ich brauche dringend jemand. Vergangenen Samstag bin ich ernsthaft auf einer Hochzeit aufgetreten, spontan, mit einer Band als Sängerin. Fand ich auch ganz geil. Also ich musste nicht wirklich die Sängerin geben, aber da ist die Sängerin ausgefallen wegen Mandelentzündung und der Bandleader hat niemand mehr bekommen und hat mich dann mit Package, mit Gitarre noch mitverkauft. Warst du Agneta oder Anifried? Ich war Anifried, aber da sind wir vielleicht schon bei einem wichtigen Thema, wenn wir das so umdrehen wollen. Ich muss doch ganz schnell einen Erkältungsgag loswerden, der mir ganz spontan kam. Ja, bitte. Dieses Wetter ändert die Art und Weise, wie der durchschnittliche deutsche Mann Taschentücher vom Laptop benutzt. Um 180 Grad. So, das war die Boomerzote, die Boomerzote des Abends ist damit jetzt auch aber müssen ja auch, also wir stoppen ja immer noch die Zeit bis zum ersten Pimmelwitz und das hat mir jetzt schon viel zu lange gedauert. Du hast eigentlich da jetzt so abgeliefert, wie ich erwartet habe. Gut, aber jetzt noch ganz schnell, ich wollte eigentlich ein potenzielles Thema vorbereiten. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, bevor wir es vergessen, wir haben ja letzte Woche, also die unsere Stammhörer werden sich erinnern, ja, letzte Woche versprochen, wir werden mal eine gescriptete Folge machen. Also gescriptet also für unsere Verhältnisse gescriptet, sage ich mal so. Wir haben unser Zeitlimit gesetzt von 90 Minuten und wir haben 30 Sekunden im Vorfeld darüber gesprochen, was wir heute so besprechen wollen. Also für unsere, ich sag mal so, wir geben uns Mühe, ja. Lasst uns doch vielleicht. Wir hatten noch nie so viel Konzept in der Folge. Ja, lasst uns doch mal einen Kommentar da, ob euch das Konzipierte besser gefällt oder ob wir weiterhin so planlos über Gott und die Welt abschwadronieren sollen, wie die letzten 52 Folgen. Wir sind nämlich tatsächlich schon in Folge 53. Vielleicht. Ich kann es kaum glauben, ne? Im 53 Jahr. Schon, ich glaube 52, oder? Warte. Gerade kontrollieren. Müssen 53 52 sein. Heute. 52, nee, 52 heute. 52 sind wir. Okay. Genau, heute ist ja, die gut, 52. Ich bin ja, Folge, die wir aufzeichnen. Ich bin ja noch unser Special am Schneiden. Dazu nachher mehr. Das ist dann quasi so die inoffizielle Folge 53. Die wird dann auch bald in die Öffentlichkeit gelauncht. Ja, Philipp, erzähl, wie war deine Woche? Deine letzte, doppelte. Ja, ganz, ganz, wie gesagt, also ein bisschen krank wie alle. Man nimmt halt gern vorm Winter jeden Gig mit, der da kommt. Da bewegt sich, wie gesagt, gerade viel. Und ich fand es jetzt wieder sehr, sehr lustig, am Wochenende zu sehen. Wie gesagt, das eine habe ich ja gerade schon so angeteasert. Wir haben auf einer Messe gespielt. Für unsere Zuhörer, das ist ja auch so ein bisschen das, weswegen ihr unter anderem Discoflux hört, das ist einer dieser typischen Hyundai-Jobs. Ne? Also das bedeutet, man hat auf einer Messe, das war jetzt in dem Fall so eine Handwerksmesse in Düsseldorf, da wurde alles Mögliche ausgestellt. Wir waren in einer Halle, da ging es nur um Glas, also alles, was irgendwie mit dem Glasgewerk zu tun hat, Herstellung, Anbringung, Transport, was weiß ich, haben dann verschiedene Aussteller eben ihre Stände für all diejenigen, die noch nie auf einer Messe waren. Dann ist es meistens so, man fährt halt dann gegen Nachmittag auf die Messe mit einer Band, meistens auch so eine zusammengewürfelte Band mit irgendwelchen Profis, die sich vorher abgesprochen haben, was man da macht, und spielt dann da eine sogenannte Standparty. Das bedeutet, irgendeiner der Hersteller oder irgendeine Firma hat sich gedacht, ey, wir machen so ab 18 Uhr, wenn die Messe eigentlich schließt, machen wir so ein bisschen Catering am Stand für unsere Mitarbeiter, laden vielleicht ein paar Kunden ein oder Leute von anderen Ständen und hauen da mal richtig einen raus und haben halt eine Band am Start. Und da haben wir eine Standparty gespielt mit einem Catering, das so unfassbar teuer war, aber so unfassbar wenig, dass selbst die Gäste nicht alle was zu essen bekommen haben und wir als Band komplett leer ausgegangen sind. Ähnliches ist nochmal auf einer sehr, sehr viel größeren Feier passiert. Und das sind wirklich absurde Preise, von denen ich da gehört habe, wo ich wirklich dachte, krass, also die hatten so Fingerfood und sind damit rumgelaufen und die haben innerhalb von 10 Minuten das Buffet weggefuttert.
Und wir haben halt gespielt währenddessen und dann ist es halt normal, dass du dann halt so irgendwann eine Pause machst. Das erste Set ist meist kürzer, weil du ja merkst, die essen gerade, gehst runter, gehst zur Theke und sagst, ja, wir wollen gerne was essen. Die so, es gibt noch Kürbissuppe. Das war alles, was die noch da hatten. Und das war so eine ganz dünne, nach Maggi-Fix Gemüsebrühe. Das war noch nicht mal wirklich geil. Ey, super scheiße geplant, viel zu wenig zu essen. Das für einen recht hohen vierstelligen Betrag für so einen kleinen Messestand. Da soll man vielleicht so 80 Leute oder so, lass es, ja, 80 ist halt schon der ziemlich berühmte krass. Das habe ich jetzt Messepreis, zweimal ne? erlebt. Der Ja, berühmte absolut. Messepreis, Also da das sind ja hat die sich bestätigt Musiker und auch ist. teurer, insofern, also zumindest sollten sie Genau, es ja, es sein, ist auch wirklich so. aber Ja. Nee, ja, also es ist nee, immer super klar. bezahlt, ne? Aber das war krass. Und dann auf einer anderen Veranstaltung war auch was Offizielleres, war auch zu wenig Essen. Da waren es aber 300 Gäste. Das fand ich dann noch ein bisschen peinlich, weil dann waren auch viele Leute, konnten beim zweiten Gang zum Buffet gab es halt nichts mehr. Das ist richtig bitter. So wird überall krass gespart. Es macht ein echt komisches Gefühl. Ja, und dann war ich halt vergangenen Samstag auf dieser Hochzeit, wo ich als Sängerin eingesprungen bin. Da musste ich wieder an deine Worte denken. Also ein bisschen Stichwort, du hast es mal so liebevoll Sausage Party genannt. Das ist halt echt interessant ist. Man hat ja in unserer Szene echt sau viel mit männlichen Musikern zu tun, gerade auch in dieser Hyundai-Szene. Also ich kenne jede Menge Bassisten, ich kenne Schlagzeuger, ich kenne Keyboarder, ich kenne ganz viele Gitarristen, ich kenne ganz viele Sänger, aber wenn es um Frauen geht, und jetzt ist dann bei dem Gig, ich meine, bei einer sechsköpfigen Band, just die Frau ausgefallen, die ja dann in der Band wirklich die einzige ist, die halt die ganzen Songs am Gesang bedienen könnte, die halt man sich so von Frauen wünscht. Also egal welches Programm man jetzt spielt, sodass der Bandleader wirklich in seiner Verzweiflung rumtelefoniert hat, wollte eine Sängerin finden, hat dann niemanden gefunden in der Kürze der Zeit, innerhalb von einer Woche, sodass er dann wieder auf einen Mann zurückgegriffen hat, sodass wir nachher mit drei Sängern quasi waren, haben natürlich dann auch ganz viel Repertoire gehabt, aber es war halt echt eine ziemliche, ja, ich finde das Wort ganz gut, eine ziemliche Sausage-Party und fand ich sehr interessant zu sehen, dass man da echt Schwierigkeiten hat, im Moment auch an Sängerinnen zu kommen, weil die alle super gut gebucht sind, weil auch im Moment relativ viel zu spielen ist, auch relativ viel kurzfristig, aber es gibt halt echt nur Sängerinnen, habe ich so das Gefühl, ne? Und wenn die dann krank sind, großes Problem auf jeden Fall. Also ganz, ganz krasser Tag Interessant, irgendwie. interessant zum Thema Sausage Party ist ja auch noch, jetzt stellen wir uns mal vor, Standardveranstaltung und ich sag mal, die Mitarbeiter von mir aus vom Service sind schon da und so was, und dann rollt so ein Van vor und es steigen fünf Jungs und ein Mädel aus. Dann ist direkt klar, das Mädel ist die Sängerin. Ne? Ja, Also es ist ist echt so. nach wie vor in unserer Szene vollkommen absurd, dass eine Frau die Schlagzeugerin der Band sein könnte oder die Ich Bassistin habe mal, ich habe mal oder in, ich die habe mal in Gitarristin, ne? Vorbereitung, Also ich habe mal in Vorbereitung für heute auch so ein bisschen geguckt in meiner Freundesliste bei Facebook. Da sind auch mittlerweile um die 4000 Leute zusammen, ganz viele MusikerInnen. Und ich habe mir mal den Spaß erlaubt, in einer ruhigen Minute am Wochenende einfach mal zu gucken bei den MusikerInnen, nee, nicht generell bei den Musikerinnen, wie viele ja. das sind und was die machen. Und das sind eine ganze, ganze, ganze Reihe Sängerinnen. Und ich habe von allen, ich habe die Zahl jetzt leider nicht präsent, wie viele musizierende Frauen da dabei sind. Es ist keine Produzentin dabei, es ist keine Keyboarderin dabei, es ist eine Gitarristin, zwei Bassistinnen und eine Schlagzeugerin. Das sind die einzigen und das ist alles Großraum, alles studierte Aber alles auch, Profi-Frauen hier also aus ich sage jetzt Köln. mal gerade so, Keyboarderin heißt jetzt nicht Pianistin, die Chorleitung macht und theoretisch auch Keyboard Nee, spielen könnte, sondern eine nee. Keyboarderin Nee, mit cool. Also die Banderfahrung, du, ne? Ja, okay. genau. Also Also die du halt für die Augenhöhe. Jobs, die wir Ja, so ja. machen, auch anrufen könntest. Genau, die genau das Ja. Gleiche machen wie ich oder zumindest damit Berührung hatten oder in Arnhem oder irgendwo in Holland in der Regel studiert haben oder in Mannheim und vielleicht sogar was Cooleres machen. Also eine Bassistin, die ich kenne zum Beispiel, spielt ab und an mit den Heavy Tones bei ehemals Stefan Raab, jetzt bei Sebastian Puffpaff, also im Umfeld hier TV Total und so, also so Fernsehstudio-Jobs zum Beispiel. Aber halt krass, ne, weil das ist halt wirklich hier Köln. Und studierte, renommierte Leute, aber bei 4000 Kontakten, keine Ahnung, davon sind bestimmt 600, 500, ja, locker 500 Musiker oder Leute, die in der Musikbranche arbeiten, von Labelmanagement über alle möglichen Gewerke bis hin zu Technikern. Vielleicht kann man die noch mitzählen. Ich kenne zwei Technikerinnen, Ja, die also da gelernte kenne ich auch. Tontechnikerinnen tatsächlich sind, ist auch selten. Ja. Und wo du aber wieder viele Frauen hast, sind so diese klassische klassischer Frauenberuf, finde ich, ist ja so Veranstaltungskauffrau.
Ja. Ne? Das ist dann wieder so der, also quasi die, die letztlich dann die Netzwerkerin ist. Ja, ich würde mir ein bisschen mehr weibliche Beteiligung in der Musikszene extremst wünschen. Ich weiß nicht, ob sie es wussten, aber ich habe in der Tat, ja, ich weiß nicht, in den letzten Wochen irgendwann mal über mein nicht öffentliches Facebook-Profil eine Suchanzeige aufgegeben nach einer Musikerin. Mit dem Hintergedanken, dass 2022 ja so ein bisschen meine Liebe zum, wie soll ich das jetzt nennen, Kirmesgerumpel wieder aufgeflammt ist. Also sprich, Coverband, Sänger, Sängerin, Classic Rock, sich mit dem Publikum betrinken und wie in 90ern abfeiern, sage ich mal. Ich bin ja der Meinung, dass diese Art Feste zu begehen wieder ein Revival hat. Und so sehr wir es gehasst haben Ende der 90er, so sehr glaube ich jetzt daran, dass das wieder schwer im Kommen ist und dass auch unsere Generation extrem steil drauf geht. Und um das Ganze natürlich einigermaßen finanziell ökonomisch zu halten, versucht man natürlich auch die Größe der Band klein zu halten. Jetzt habe ich gespielt mit diversen Formationen als Gast, Corona sei Dank, weil natürlich der Originalgitarrist war dann krank oder wie auch immer. Und habe dann festgestellt, es gab Formationen, die hatten überhaupt keinen Keyboarder. Finde ich persönlich zwar irgendwie für manche Songs geil, aber auch problematisch, weil einfach so, der Keyboarder ist so der Typ, der sitzt da, der hat Noten, der hält den Laden so ein bisschen zusammen und kann halt auch einfach wahnsinnig viel machen. Und wenn der fehlt, bist du als Gitarrist auf einmal darauf angewiesen, die Songs richtig zu können. Und das ist natürlich mit Probearbeit verbunden. Abgesehen davon, kann der Keyboarder auch... wie soll ich sagen, durch den Keyboarder kannst du einfach auch bestimmte Stile bedienen, die du ohne nur sehr, ich sage jetzt mal wohlwollend, ärztemäßig abgefrühstückt kriegst. Also long story short, nur um das gerade zu Ende zu führen. Oder sag mal, was ist denn dein Gedanke zum Keyboarder? Es gibt nur zwei wirklich sinnvolle Argumente für einen Keyboarder generell in der Band. Erstens, ihm gehört das Alleinunterhalter-Keyboard, von dem die gesamte Musik runterläuft. So weit will ich noch nicht mal gehen. Ich sehe zwei andere Argumente. Erstens, man braucht immer einen, der die Steuererklärung für die Band macht. Okay. Das ist ganz klar der Job des Keyboarders. Ne? Im Zweifel macht er das sogar, während er mit der rechten Hand die Hammond B3-Akkorde bei den Rocksongs spielt. Mit der linken Hand die Steuererklärung ist. Ja. Und das zweite Argument ist ganz klar, es ist total ratsam, als Gitarrist einen Keyboarder in der Band zu haben, weil es macht dich selber noch mal geiler. Also auch für die Frauenwelt. Ich überlege gerade, wer der letzte Keyboarder ist, mit dem wir beide so zusammen zu tun hatten und muss dann sagen, ja, denk drüber dran. Nach. Ist was dran. Nee, aber deswegen eben. Auf jeden Fall, um die Geschichte kurz zu beenden, ich habe dann halt überlegt, okay, du brauchst auf jeden Fall eine Frau in der Band, damit du auch eine weibliche Stimme hast. Du willst aber eigentlich damit es auch sauber im Bus ist, das ist auch wichtig. Jawohl. Beschwerde, E-Mails bitte an info@discoinfoex.de. Stichwort Philipp der Boomer mit dem 50er Jahre. Einer muss Heinz, ja kochen. Mit den Heinz Rühmann Gags. So, auf jeden Fall, ey, also weibliche Stimme ist halt Pflicht irgendwie, brauchst du für den ganzen Rotz. Und ich habe mir halt überlegt, nicht nur Sängerin, weil ist halt alles zu oft gesehen, ist auch zu teuer. Ist halt einfach ein Mensch mehr in der Band, der bezahlt werden muss. Also brauche ich eine Sängerin mit einem Instrument. Sprich, Sängerin, der nichts kann, ne? Nur die singen Bass spielt, scheiße. Genau. Sängerin, die Bass spielt oder Sängerin, die Keyboard die spielt, wäre natürlich ideal, ne? Weil zwei Gitarren brauchst du eigentlich auch nicht. Zumindest nicht, wenn ich spiele. Und insofern würde ich halt sagen, Schlagzeug, ein Bass, ein Keyboard, Gitarre, ab dafür, ne? Vier Mann, Vollgas. So war mein Plan und muss hab die, dann halt... Kurze Zwischenfrage. Muss die ein Keyboard spielen, also so Burg-Style oder ein Umhänge-Keyboard?
Kann alles sein. Also ich Moment, Okay, okay. du drückst mich hier gerade schon vollkommen durch deine subtile Fragerei genau in die Richtung dessen, was ich eigentlich erzählen will. Nämlich, ich habe dann diesen Ja, ich also weiß. ich habe dann diesen Post gedroppt und habe halt gesagt, okay, ich bin auf der Suche nach einer Bassistin oder Keyboarderin, die gut singen kann, die Rampensau-Qualitäten hat, ja, und so weiter und so fort. Und die kompletten Kommentare, 100% der Kommentare auf diesen Post kamen von Männern aus meinem Ja. näheren bis erweiterten Bekanntenkreis und haben es alle entweder direkt gegenständlich oder durch die Blume mit einer persönlichen Kontaktanzeige verglichen. Das ging dann so weit, also eine Antwort zum Beispiel auf diese, eine Antwort auf diese, auf diesen Post war ganz einfach nur du Sau, Ausrufezeichen. Wo ich echt erstmal dachte, Moment, was ist jetzt Unfassbar. Los? Ja, letztlich ging es dann um die Frage, ob ich ob Drop D Stimmung okay ist, und das wurde dann über 20 Ecken mit Doppel D verwechselt. Ich fand es also wirklich, naja, also ich bin ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ich möchte jetzt auch hier gar nicht den Pharisäer spielen, der jetzt salbungsvoll Vogue um sich ballert, weil ich von Wokeness relativ wenig halte. Und wer diesen Podcast verfolgt, kennt auch meinen Humor ein wenig. Und deshalb darf ich mich eigentlich nicht beschweren. Ich muss aber dennoch sagen, dass ich in dem Moment erstmal erschrocken war, dass offensichtlich zumindest auf humorvoller Ebene es einem Mann nicht mehr zugetraut wird, eine Mitmusikerin zu suchen. Hätte ich jetzt nur nach einer Sängerin gesucht, wäre alles total easy gewesen. Aber eine Mitmusikerin zu suchen, und zwar abseits des Bettes. Also man muss es halt so dreist formulieren. Ne? Ich fand das so ein bisschen erschreckend. Ich muss sagen, Leute. Ja, die Frage ist ja, die Frage ist ja, also ich finde das vollkommen berechtigt und ich bin auch entsetzt, ich habe es auch mitgelesen und so, finde es auch wichtig, dass wir jetzt drüber sprechen, auch jetzt ohne in diese Wokeness-Ecke zu gehen. Aber was ich halt so schlimm finde, ist, du kannst ja noch nicht mal wirklich jetzt Manöverkritik an der ganzen Aktion üben, weil du weißt ja gar nicht, was das jetzt ist. Also sind das Leute, die, ist es ein regionales Thema, ist es ein Thema verknüpft mit dir, dass man vielleicht auch denkt, von Johannes kommen nur witzige Kommentare, könnte auch sein, das meine ich jetzt noch nicht mal böse. Johannes sucht sich seine Frau immer online. Ja, ja, so. Also ich meine ich jetzt so halb, natürlich, wir, also nicht reden, wir reden Ecke, von, aber nee, so, nee, so nach dem Motto, ist das jetzt ein Scherz oder nicht? Ja, ne? Nee, wir reden von, schon persönlich bekannten Leuten, die mich auch als ja. Zumindest Privatmensch kennen. Ich weiß es nicht, ich fand es aber so ein bisschen schwierig, weil ich jetzt auch nicht, ich meine, klar, auf den ersten Kommentar habe ich noch reagiert mit dem Satz, ja, ich suche eine Bassistin mit Gesang. Ich mag lange Strandspaziergänge und Drop-D-Tuning. So, ich glaube, den Gag kann man noch verstehen. Aber also ja, die total. Nummer wurde halt sehr kurz. Also das hat sich dann immer lang gezogen, weil ich auch nicht mehr darauf eingegangen bin. Aber die Nummer wurde echt so in die eine Richtung ausgewalzt. Und ich fand es halt schwierig. Hätte ja, mich gefreut, wenn es mal jemand geteilt hätte und vielleicht auch die eine oder ja, andere klar. Musikerin gesagt hätte, oh, ich habe da eine Freundin, die könnte den Job machen, weil darum geht's. Und das ist halt der ich Punkt. Find das so ein bisschen, ich finde das so ein bisschen schade. Ne? Vor allem, weil die Frage, und jetzt die auch Moment, ja Moment, lass mich ja gerade noch zu Ende führen. Das finde ich eben sehr wichtig. Wenn du nur eine Sängerin in die Band holst, hast du eigentlich in so einer, auf so einer Festparty, Kirmes, Rock'n'Roll-Nummer immer den größeren Sexismus oder das größere Sexismusproblem, weil du eigentlich oder die Sängerin muss eigentlich permanent darauf vorbereitet sein, von irgendwelchen Betrunkenen angegrapscht zu werden, dass er letztlich halt objektifiziert wird und sie muss damit halt leben können. Wenn sie das kann, ist das für mich okay. Ich finde trotzdem nicht schön. Und wenn sie nicht kann, darf sie halt diesen Job nicht machen. Deshalb finde ich es eigentlich auch besser, du hast jemanden, der auch dadurch beeindruckt, dass sie das Handwerk beherrscht. Weil dieses Singen, dieses gute Singen,
wird ja, wie wir eben schon im Scherz gesagt haben, aber von vielen auch ernsthaft sehr herabgewürdigt. Du hast also quasi die Musiker, ja, die können was, die haben ihr Zeug gelernt, und dann hast du halt die Sängerin, ja, die ist hübsch, die kann singen, das ist halt eine Gabe, die nutzt die halt aus. Die kriegt bestimmt genauso viel wie die Musiker. Natürlich kriegt die so viel, zu Recht. Also mir geht es nicht darum zu sagen, wer nur singt, der macht nichts am Abend und der kann nichts, sondern mir geht es darum zu sagen, ich möchte mit möglichst wenig Leuten einen runden Auftritt abliefern. Also müsste im Idealfall der Teil der weiblichen Stimme auch ein Instrument bedienen. Ich hatte zum Beispiel in einer der ersten Coverbands, die ich hatte, da bin ich zugestiegen zu einer Luxemburger Traditionscoverband, die hat zu der Zeit schon fast 20 Jahre bestanden. Die hatten eine Mit-Frontsängerin, die gleichzeitig die Keyboards gemacht hat und die auch ausgebildete Pianistin ist und so weiter. Die hat den Laden halt gerockt. Und da hat zu der Zeit, also ich nehme an, dass diese Band auch in dieser Form schon so lange etabliert war, dass er auch, dass halt gar keiner mehr wahrgenommen hat, dass halt ja eine Frau ist. Aber es ist trotzdem noch immer, gerade in dieser Unterhaltungsszene, wenn du Frau bist, dann musst du fuckable sein und vorne gut aussehen. Alles andere ist egal. Das finde ich ganz, ganz übel und ganz, ganz schlimm. Speziell, weil ich auch in den letzten Jahren öfters tatsächlich mit Frauen musiziert habe. Also wirklich auch nicht auf einer Bühne, wo ich gesagt habe, ich brauche eine Sängerin und man muss irgendwie so einen Duo-Job machen oder so, sondern wirklich auch geschrieben habe und geprobt habe und so und halt festgestellt habe, dass das durchaus ein sehr angenehmes Arbeiten ist. Und ich finde es halt ja, schade, Die können auch was. Ja, genau, ich könnte auch, weil die bringen auch immer Schokolade mit und haben, weißt du so, die haben immer Feuchttücher, wenn du dir mal so nach dem Essen die Hände waschen musst und so, finde ich super. Ist super. Nee, ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Da müssen wir uns auch noch kurz die 2 Minuten. Also ich will jetzt auch nicht die, wie soll ich sagen, die Knöchel freilegen und übervogue werden. Weißt du so, also, aber irgendwo. Das hat mit freien Knöcheln nichts zu tun. Nee, das sind mehrere Probleme. Das eine Problem ist, dieses Thema fuckable ist kein Frauenproblem. Ich habe selber vergangenes Wochenende ein Gig gespielt, wo ich das Thema fuckable bedienen musste und damit ja auch ganz bewusst arbeite und umgehe. Also es gibt's auch umgekehrt genauso. Ich weiß, wovon ich rede. Hier im Rheinland werde ich zum Beispiel im Moment als Sunnyboy gehandelt. Es wird ganz offen gesagt, ja, für eine Damensitzung ist der gut. Und das Schlimme ist, es gibt halt immer wieder Gigs, wo du halt sehr offensive Frauen auch hast, die dann in mir jetzt auch nicht das Handwerk oder die Fähigkeit sehen, sondern einfach nur sehen, boah, der geht zum Fitnessstudio, der sieht ganz gut aus für sein Alter. Die haben vielleicht auch das Gefühl, dass sie jetzt nach Jahrzehnten der Unterdrückung jetzt endlich auch mal ran dürfen, so in etwa, ne? So Überkompensation. Nee, ich glaube, das war hier schon immer so. Also es gibt ja auch eine Sitzung, die ist gefürchtet bei allen, nennt sich auch die Hölle von Fettweiß. Das ist eine der größten Damensitzungen, es sind 2.000 oder 3.000 Frauen im Zelt. Schreibe ich mir sofort als Folge auf. Die Hölle von Fettweiß. Mit V, ja. Ach so, okay. Fettweiß mit V. Ja, es ist so ein Ort an der holländischen Grenze Richtung Niederrhein raus. Es ist halt so ein Kirmeszelt, da sind mehrere Damensitzungen. VETT und dann Weiß mit SZ, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, okay. Sorry, wenn ich es falsch geschrieben habe. Sonst google ich es gleich nochmal. Auf jeden Fall ist das Ding gefürchtet bei allen, ist aber auch sowas, wo wir alle durch müssen. Und es ist beim Karneval zum Beispiel Thema, dass du immer durch die Säle auf die Bühne gehst. Also die Crew baut ja auf der Bühne auf und du musst dann durch die Leute auf die Bühne, während so ein Einmarsch läuft. Und das ist halt da zum Beispiel auch Standard, das sind nur Frauen, da treten nur Männerbands auf und die werden alle angegrapscht an allen möglichen Körperstellen. Ich hatte jetzt zum Beispiel am Samstag, auch während ich gespielt habe, alleine kam eine Polonaise auf die Bühne, angeführt von einer sehr drallen Blondine, die sich natürlich auch direkt hinter mich dann stellt auf der Bühne und anfing an mir rumzufummeln. Das sind dann halt auch so Momente, wo du halt dann auch denkst, ja, ich bin auch nur ein Objekt und egal. Da möchte ich aber gar nicht drüber reden, sondern was ja, aber Moment, ich aber, ist einerseits... Nur ganz kurz. Es gibt ja tatsächlich, vielleicht spreche ich aber auch nur für mich, denn ich bin natürlich mit der Sorge um die eigene übertriebene Attraktivität, die dann toxisch wird, gar nicht, also das Problem entzieht sich so ein bisschen meiner Erfahrungswelt. Was ich aber auch ganz okay finde, ich muss sagen, ich hatte auch schon Momente, wo ich dachte, scheiße, ich werde hier als Objekt behandelt. Und ich muss sagen, genau. Die waren so rar, dass ich eigentlich immer dachte, boah, ich werde hier als Objekt behandelt, geil. So, ja, nee, das aber geht das mir passiert leider ja halt ein oder so, zwei Mal schon als von der Mann. Anderen Seite. Ja. Ja.
Ja, nicht wirklich. Also meine ich jetzt auch gar nicht um it's no fishing for compliments, sondern das, was ich gerade mache, auch als ich sehe mich ja auch mehr als Entertainer und dann eben auch in Kombination mit der Figur, die ich auf der Bühne bin und auch der Arbeit, die ich ja durchaus auch in meinen Körper stecke mit Ernährung und Sport und so, das ist schon ein Paket, das funktioniert und wo auch Agenturen ganz klar sagen, ja, aber den kannst du halt gut für eine Damensitzung buchen, weil der ist ja auch hot, der sieht super aus. Also ich habe auch Männer, die mit mir in einer Agentursitzung und ganz klar über mich dann reden, als wäre ich eine Ware und ein Stück Fleisch. Und das ist dann irgendwie auch Konsens, dass man halt sagt, ja, das ist halt das Produkt, das ist halt der Deal, darum geht's. Glaube ich, ist aber bei den Frauen noch viel, viel schlimmer. Da bin ich völlig bei dir. Ich will ja nur so ein bisschen sagen, auch da muss man aufpassen. Es gibt halt beide Seiten definitiv. Also es gibt auch das gleiche Thema für Sänger. Ich meine auch, keine Ahnung, Sänger wie Robbie Williams zu seinen Hochzeiten oder so wurden ja auch als Objekt von vielen gesehen oder Boygroups oder sonstiges anderes. Das gibt es durchaus auch bei Männern. Was ich nur so schlimm finde, ist, von der Erziehung her, von der musikalischen Erziehung, von dem, was Bands sind, was Musiker sind, ist das Bild halt einfach so weit weg für Frauen, ein Instrument zu spielen, dass man das halt vollkommen anders sieht. Das hat dann noch nicht mal was mit Sexualität zu tun, sondern mit Zutrauen. Auch wenn ich an meine Zeit in der Musikschule denke, ich habe ja auch zwei Musikschulen mitleiten dürfen, wo man ja auch nochmal so einen Gesamtüberblick über die Schüler und die Schülerinnen bekommen hat. Da hast du halt auch ganz klar gesehen, im Gitarrenunterricht waren halt für Klassikgitarre bis so zum Erzieher-Style, bisschen Akkorde, bisschen Singen waren die Mädels am Start. Bei der E-Gitarre wurde es dann schon dünner, wenn es dann um Solospiel ging, um auf die Fresse oder so sich ausdrücken, Songs schreiben, waren die Mädels weg. Was haben die dann gemacht? Blockflöte, Gesangsunterricht, Chor, Klavier, also so bestimmte Instrumente und dann bist du ja auch, wieder hast du auch eben direkt gesagt, Klavier, ja, klassisch Klavier, gerne, Keyboard, mal eine Hammond-Orgel spielen, mal, keine Ahnung, Porcupine Tree spielen oder irgendwas von Dream Theater zocken am Keyboard mit abgefahrenen Sounds oder so, nicht so. Und das ist halt gut. Irgendwo krass, weil als Mann, auch ich bin ja so aufgewachsen, das, was ich wollte, war selbstverständlich für Mädels in meinem Umfeld eher nicht so. Und das ist halt der Punkt, wo ich mich dann ja auch frage. Einerseits, klar, krass, dass die Reaktion auf deinen Post so war, was ja auch mit der Sichtweise zu tun hat. Aber ich frage mich vor allem sehr, sehr stark, gibt's überhaupt so viele Frauen und sollte man da nicht vielleicht auch viel mehr dafür tun, zu sagen, bitte, liebe Mädels, ich fände es nämlich auch total geil, mit Frauenmusik zu machen, weil ich das auch total gerne mache. Finde es auch vom Spielen her total interessant, zum Beispiel mit einer Schlagzeugerin zu spielen oder mit einer Bassistin. Gibt's die? Ich glaube, wir sind gerade in der Zeit des Umbruchs so ein bisschen. Wie gesagt, die Boomer-Witze waren ja jetzt schon öfters Thema und wurden auch so genannt. Und ich glaube tatsächlich, wir sind so ein bisschen die Generation. Wir sind weder Boomer noch Millennials. Und vielleicht bist du gerade schon Millennial, ich aber nicht. Das sind so die 8 Jahre, die uns unterscheiden. Ja, irgendwie sowas. Aber ich muss sagen, also für mich liegt die Problematik darin, dass der klassische Rock'n'Roll ist gegockelt. Der klassische Rock'n'Roll sind Männer, die um Frauen werben. Das ist halt nun das mal stimmt. So. Und den Bad Boy spielen. Und deshalb das ist er natürlich voll, ja, auch ein Männerding. Jetzt stell dir so, und jetzt die moderne Band im Pop-Business, die ist da schon viel femininer gestrickt. Dazu kommt, ich meine, sieh mal andersrum, wenn du jetzt sagst, okay, da steigt jetzt eine Balletttruppe aus dem Bus aus und keine Rockband und da ist ein Typ dabei, dann wird dem entweder zugemessen, dass der schwul ist und Tänzer weil der auch einen Schrank ist, oder aber er ist der Typ, der die Sachen schleppt und aufbaut oder der Techniker oder so, weißt du so, also es gibt natürlich noch immer klassische Geschlechterrollen und das ist gerade alles so ein bisschen am Aufbrechen und ich finde das auch gut, dass das aufbricht. Ich war aber erschrocken, dass halt hier im Ländlichen alles noch so verwurzelt ist, ne? Also das hat halt noch, ja, klar, wenn ist du natürlich guck, krasser, ich stehe zum Beispiel gesagt, auch auf hier alten ist es nicht Rock. Viel besser. Guck, also ich meine, ich stehe auf alten Rock und ich stehe auch teilweise auf alten Humor und ohne jetzt die ganze Geschichte aufrollen zu wollen, ich bin auch nicht dafür, dass man irgendwelche früher geschriebenen Werke heute verbietet oder umschreibt, weil sie im Duktus ihres Zeitgeistes geschrieben wurden. Aber so weit will ich jetzt gar nicht ausholen. Worum es mir geht, ist, ich finde keineswegs ambivalent zu sagen, ich finde von mir aus irgendwas von Heinz Erhardt oder nehmen wir Wilhelm Busch oder nehmen wir doch Winnetou in seinem eigenen Zeitgeist cool, aber heute lebe ich nicht mehr in dieser Zeit und im heutigen Zeitgeist finden andere Sachen statt. Das kann durchaus nebeneinander her existieren.
so kann vielleicht auch die Musikszene anfangen zu wachsen. Oder sie ist wahrscheinlich schon dran. Wahrscheinlich, Ja. ich meine, klar, weißt du, ich bin hier nicht in Berlin. Ne? Also, wie gesagt, ich hab eine fantastische Künstlerin vor ein paar Wochen gesehen, die hier in unserem kleinen Winterdörfchen spontan einen Auftritt gemacht hat, der handwerklich so unfassbar war, dass es, also das war nicht gut für eine Frau, sondern es war einfach wahnsinnig gut, das war fantastisch. War gut, Und ja. Krass. ja, da muss ich dann halt sagen, vielleicht lebe ich hier auch zu sehr hinterm Mond. Und natürlich auch meine Bubble, weil die ja darauf geantwortet hat. Die Klar. Frage ist immer, wie sehr ist man sich dessen bewusst? Philipp, ich gucke einfach auf die Uhr, weil wir sind ja heute Ja, klar. gescriptet. Ne? Wir sind heute gescriptet. Deswegen, Ja, ich aber denke auch, wir haben geiles Thema jetzt. auf jeden Fall. Vielleicht Ja, aber wie, also ich ganz will kurz, das jetzt bevor du totreiten, weitergehst. ne? Nee, aber bevor du weitergehst, wäre es vielleicht nochmal eine ganz coole Sache, weil das ist wirklich ein Thema, das mir auch am Herzen liegt und dir ja offensichtlich auch. Also liebe Bubble, in der wir uns bewegen, auch wenn ihr eine Bubble seid, auch wenn ihr die Disco-Fox-Bubble seid, schreibt uns doch gerne mal zu eurem Thema. Kennt ihr Musikerinnen, die für Johannes Band in Frage kämen? Habt ihr eine Meinung zu dem Thema? Habt ihr eine Idee, wie man das Ganze lösen könnt? Habt ihr Beispiele, wo euch das auch begegnet ist oder vielleicht Erklärungen, ob das wirklich auf dem Land noch krasser ist als in der Stadt und so weiter und so fort? Dann schreibt uns einfach an info@discoevox.de oder slidet in unsere DMs auf Instagram oder Facebook. Sehr schön. Hast du ganz fein gemacht. Ich Ja, finde, wir finde haben ich noch ein auch. ganz wichtiges Thema auf der Liste, weil ich ansprechen möchte. Wir haben ja letztes Wochenende, ne, haben wir ja nicht nur unser Disco-Folk-Special aufgenommen, was natürlich immer noch in der Pipeline ist und immer noch im Schnitt derzeit. Und vielleicht kurze Bemerkung am Rande: dieses Disco-Folk-Special wird nicht als Podcast-Folge erscheinen. Das gibt's ausschließlich auf unserem YouTube-Channel. Das heißt, ihr müsst den YouTube-Channel abonnieren oder ihr solltet ihn abonnieren, ihr dürft ihn abonnieren. Auf jeden Fall findet ihr dieses Disco-Folk-Special ausschließlich auf YouTube, denn es handelt sich bei diesem Disco-Folk-Special ja um einen Gig, den Philipp und ich miteinander gespielt haben. Zwei Männer, zwei Akustikgitarren, und ein Raum voller Menschen, die, kann ich das so sagen, ohne diffamierend zu wirken, die am Anfang doch etwas skeptisch waren. Schon so ein bisschen. Ne? So ein bisschen Ja, das Skepsis war im Raum. Ne? wurde uns ja sogar von der Gastgeberin bestätigt hinterher, dass auch die größten Skeptiker zwar am Ende keine mehr waren, aber man kann sagen, als wir angefangen haben, hatte ich schon auch das Gefühl, dass ein paar Gesichter die Geschichte erzählten von, oh Gott, wie lange spielen die jetzt? Was soll der Mist? Ich will doch einfach nur Kuchen haben. So, Genau, ich das will war so Kuchen bei essen. manchen So, so mein Gefühl. ja. Natürlich war auch eine Familienfeier und dadurch hast du natürlich auch viele Generationen da sitzen. Ne? Da hast du natürlich Ja. auch Leute da sitzen, die sind, ich sag jetzt mal, styletechnisch mit Johannes Heesters schon ausgestiegen oder mit Freddie Ja. Quinn und völlig, völlig legitim. Gut, long story short, also kurz zum Erklären, wir waren bei Miri und Carsten. Die beiden haben in unserer großen Ukraine-Spende-Gala den Auftritt von uns beiden ersteigert. Wir sagen zum wiederholten Male ein unendliches Dankeschön dafür und haben damit hoffentlich dem Vielen, vielen Roten Dank. Kreuz ein bisschen Unterstützung zukommen lassen können, was die Hilfe für die Ukraine-Geflüchteten zu dieser Zeit betrifft. Naja, long story short, wir waren im schönen Hennef und haben, also in Hennef-Sieg, ne, wenn ich jetzt richtig verstehe, Hennef-Sieg. So, und Ja, haben genau, da im Siegkreis. schnell aufgebaut und haben da kräftig, wie sagt man, Rambazamba gemacht. War eigentlich ganz Rumgekaspert. lustig. Wir haben rumgekaspert. Ja, wir kamen erstmal, wir waren so ein bisschen tight und zum Glück die auch. Und dann war natürlich aber die Veranstaltung noch tighter als wir, was dann zur Folge hatte, dass die Essensreihenfolge so ein bisschen verzögert war und wir dann letztlich, obwohl wir schon ein bisschen spät dran waren, auf die dann auch warten mussten. Philipp, wie schlimm war der Anschiss bei dem Auftritt, den du danach hattest? Darüber haben wir noch gar nicht Es ging gesprochen. eigentlich. Es Weil du ging musstest ja eigentlich. von da aus noch weiter Ich zu einem plane ja immer Auftritt, relativ ne? kurzfristig. Genau, also es war eine relative Punktlandung. Es war da natürlich ein bisschen stressig Naja. hinten raus, was ich manchmal ganz gerne vermeide.
Aber ich hatte ja meinen lieben Techniker Norbert beim zweiten Job zum Glück mit, den habe ich am Rückweg noch eingesammelt. Dann hatte der einen Teil des Stresses, den ich dann nicht mehr hatte. Grüße an der Stelle und vielen lieben Dank. Ja, liebe Grüße, Norbert. War trotzdem ein strammer Tag auf jeden Fall. Aber ja, war mega cool. Also ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, der Auftritt war natürlich so, wie wir nun mal sind. Perfekt vorbereitet, abgesprochen und richtig krass geskriptet. Also wir hatten eigentlich nichts vorbereitet. Wir hatten so ein paar Wünsche. Wir sind dahin gefahren. Wir hatten eine ganz gute Anlage. Wir hatten so richtig doll was ausgetüftelt, was den Sound und so angeht. Am Ende haben wir davon gar nicht so viel abgerufen. Also zum Beispiel Loop Station oder so war da nicht. Ich hatte einfach ein paar Songs zusammengesucht, die wir spielen konnten oder die ich zumindest singen konnte. Und Johannes hat sich draufgegangen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich vom Mitschnitt bis jetzt gehört habe, war echt gut. Streckenweise. Ja. Und hast du dich aber die, schön richtig cool war vor allen Dingen gut streckenweise. War auch streckenweise. Ja, aber ganz es war, schön übel. Also sagen wir mal so. Ja, also ich aber, sag mal so, sagen wir mal, mea culpa, ich war nicht gestimmt. Ich habe natürlich, das ist aber auch ein Trademark von mir, ich bin kein Freund von gestimmten Instrumenten. Ich pack schon mal gerne aus und spiele einfach los. Ja. Ja, mein Gott. Aber man muss ja sagen. Erzähl. Man muss sagen, der Auftritt kam sehr, sehr gut an und das ist halt der Punkt, weil, also nochmal ganz kurz erklärt, natürlich, wir sind jetzt keine riesen Vorbereiter und das wäre auch ein bisschen fake, das irgendwie so zu tun, als hätten wir uns jetzt vorher getroffen oder es wäre auch total absurd gewesen, sich vorher zu treffen, 4 Stunden zu proben. Es wurde auch darum gebeten, dass wir so ein bisschen die Welt von DiscoFox mitbringen, also im Prinzip war es so ein halber Live-Podcast, so ein bisschen, also wir haben so ein bisschen was erzählt, über das Musikerdasein nicht zu viel, aber ich finde es schon ganz interessant. Ich fand es auch sehr, das Publikum war ein sehr nettes Publikum, die haben uns sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt. Ja. Aber wir hatten halt Platz für relativ viele spontane Gags, für spontane Erklärungen, wie Festzelte funktionieren, wie Mitsingparts funktionieren. Und unser Highlight, das möchtest du bestimmt erzählen, war dann, ihr merkt schon, wir wollen so ein kleines bisschen Werbung machen, weil es hat eigentlich Bock gemacht. Das ist so der Thema der ganzen Geschichte. Und wir sind große Fans vom ungeprobt irgendwo hinkommen und ein bisschen was machen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, für mich war es das Gefühl, nach vielen, vielen Jahren wieder Kleinkunst machen zu dürfen. Also mal wieder sowas Konzertantes. Nur so halb geprobt oder halb gar zusammengeschustert, wo man am Ende aber rausgeht, ach, war eigentlich ganz geil, das könnte man mal wieder machen. Hatten auf jeden Fall noch eine ziemlich gute Nummer, die das Kernstück einer solchen Show sein könnte. Johannes, was haben wir den Leuten da angetan? Erzähl mal. Ja, wie gesagt, ich hab den goldenen Hut mitgebracht. Und zwar habe ich irgendwann früher mal im Altkleidersack von Robert Geis gewühlt und habe da so eine golden glänzende Snakeskin, so eine Baseballmütze, die, wie soll ich sagen, die Tupac wahrscheinlich getragen hat, als er einen Kopfschuss gekriegt hat. Irgendwie so ganz übel hässlich. So, und der Plan war halt der, wir haben die Leute gebeten, ihre Lieblingslieder auf Karten zu schreiben und den Hut rund gehen lassen. Die sollten die Karten halt da reinwerfen und haben dann quasi ein riesen Medley gebaut. Ich weiß noch, du hast im Vorfeld mehrfach erwähnt, dass das wirklich keine gute Idee ist. Und du hast im Vorfeld echt so ein bisschen, dir ist so ein bisschen der Kackstift gegangen. Und als wir angefangen haben zu spielen, hatte ich auch den Eindruck, dass der Stift schon ein bisschen schreibt. Auf jeden Fall hat sich das aber dann relativ schnell relativiert, weil die Leute haben halt auch sehr gut mit uns gemeint. Also folgende Situation, wir haben den Hut bekommen und haben angefangen zu spielen und haben eine Karte nach der anderen rausgezogen, haben die Nummer gespielt. So, jetzt waren zwei, drei Sachen dabei, die uns tatsächlich, Harald Schmidt würde sagen, die unterhalb wäre abwertend, die außerhalb unseres Wahrnehmungshorizonts waren. Also die wir halt gar nicht, gar nicht kannten. Ne? So, in dem Fall haben wir jetzt mit dem Publikum ausgemacht, dass wir zur Strafe, und das war auch wirklich schlimm für uns, ein Stück Kuchen essen müssen. Ne? Man könnte das Ganze natürlich bei einem freien Live-Gig in Kleinkunstform mit Shots um einiges anschärfen, sag ich mal. Also wäre auf jeden Fall sehr lustig. Was die zweite Hälfte der Show auch viel lustiger machen würde. Genau. So, und das funktionierte in der Tat recht gut. Also wie gesagt, im Schnitt lassen sich schon erste Ergebnisse für uns erblicken und funktioniert ganz gut, würde ich gerne auch wieder machen. War eine super lustige Interaktion mit dem Publikum, weil natürlich auch jeder, also du kannst ja dann noch einen Schritt weiter gehen. Du kannst ja dann zum Beispiel sagen, pass auf, wenn du einen Song nicht kannst, trinkst du einen Shot
Und jeder, dessen Karte wir ziehen, der kommt nach vorne und kriegt ein Freibier oder so. Also irgendwie kriegt man da noch ganz viel Tombola-Gefühl mit rein. Also fast schon so ein bisschen Bingo. Ja, ich Ich habe glaube, noch keinen aber auch griffigen ein bisschen Namen für dieses mit Spiel. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich es nennen soll, außer Tömböler mit Oh. Disco-Föx-Ös. Aber irgendwie, ja, also das war auf jeden Fall so der Kern White der Russian ganzen Roulette, nee, das kannst du im Moment nicht machen. White Russian Roulette, genau. Genau. Nee, ich finde aber auch, also du hast ja auch mal seit längerem wieder gesehen, dass ich natürlich auch ein Bühnenmensch bin. Insofern gehört zu so einem improvisierten Ding natürlich auch eine gehörige Portion Show. Deswegen ist diese durchaus von mir gespielte Angst, weil was soll schon passieren? Finde ich auch einen sehr interessanten Teil dieser Show, weil die Leute, glaube ich, schon so, ich dachte, boah, krass, was die jetzt da machen, das ist richtig, richtig übel und natürlich passiert am Ende nichts. Ich glaube aber mit ein bisschen Übung, also A, ist es einfach super traurig, wie viele Lieder wir einfach kennen. Es ist wirklich manchmal echt nicht mehr lustig. Vor allem, wenn dann so Kack-Songs kommen, wo du halt Vor wirklich denkst, allem, ja klar, eine Million Mal gespielt, komm. Ich habe eigentlich einen Fehler gemacht. Ich hätte, um uns noch mehr zu challengen, und ich würde das auch definitiv vorschlagen, wenn wir das Ganze nochmal machen würden in einem öffentlichen Rahmen, würde ich die Leute bitten, die nach dem eigenen Geschmack geschmacklosesten Lieder, die sie kennen, auf die Karten Ja, zu schreiben, damit das sowas, Ganze so ja. richtig lustig wird. Ne? Weil waren natürlich auch viele dabei, die Und sehr wohlwollend einfach ihre Lieblingslieder hören wollten, ja, die für uns dann genau. relativ im Standard waren, wie zum Beispiel Country Roads oder House of the Rising Sun oder Sweet so. Home Ne? Alabama, sowas halt, ne? Genau. Das hat Ja, ganz ich gut glaube aber, funktioniert. die Nummern sind ja. Auf jeden Fall, aber die Nummer, also ich meine, die Nummer funktioniert so auf jeden Fall auch schon. Das fand ich ganz cool. Ich glaube, ich würde es mit ein bisschen mehr Übung, wenn man ein bisschen eingespielter ist und auch das ganze Soundsetting nicht so hoppla hopp gewesen wäre, also wenn man ein bisschen entspannter auch gewesen wäre wegen dem Druck vor und nach dem Gig, hätte ich mich, glaube ich, auch darauf eingelassen, bei Nummern, die wir nicht kennen, irgendwas zu improvisieren. Weißt du, dann wären wir einfach in der Tonart geblieben, du hättest weiter Akkorde gespielt oder ich hätte Akkorde gespielt, weil es einfacher wäre und du hättest so irgendwie hinterher improvisiert und dann hätten du oder ich einen Text improvisiert und uns irgendeine Scheiße anhand Mir der fallen da eigentlich Informationen auf der Karte ausgedacht. ganz brutale Spielarten ein, wie zum Beispiel, man zieht zwei Karten und singt den Text vom einen Song über die Musik von dem anderen. Geil. Oder auch, Mega geil. also Ja. so, da lässt sich viel machen. So nicht, also ich hätte Bock darauf, das so ein bisschen auszuwalzen. Jetzt muss man natürlich auch realistisch sein und muss sagen, okay, die Disco Fox Army ist jetzt noch keine Legion. Ne? Also, Nee, 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 ne? nee, So, nee. das heißt also, wenn ich jetzt so ein Venue anspreche und sage, ja mal hier Disco Fox und so, ne, dann ist die Chance relativ hoch, dass die Die Antwort sagen, etwa wer? so ausfällt. Genau. Hä? Wer? Was? So, das heißt, Wer? sollte in unserer Hörerschaft denn ein Besitzer eines Clubs oder so sein, dann melde dich doch einfach mal. Wir können ja mal schauen, ob was geht. Einfach für uns aus purem Oder Bock vom wir fahren Spielen. einfach mal Mittwochs in die Karlsmühle. Kennst du die? Ach, die Weißt du? Karte, ja, Also, stimmt, die gibt's auch noch. Die ja gibt's klar. auch noch. Ja, Merchtesdorf. bei Genau, liebe fahren einfach mal Grüße. Mittwochs hin. Genau, fahren wir einfach mittwochs hin und sprengen den Laden mit einem Pur-Party-Mix. Genau, dafür sind wir da. Ja, auf jeden Mit der Fall. Nummer. Also ich glaube, die Nummer, ich glaube, ich bleib dabei. Mir hat das auch großen Spaß gemacht. Ich glaube, die Nummer würde überall funktionieren. Ich glaube sogar, dass mit einem, selbst ohne einen höheren Bekanntheitsgrad, so kleinere Theatersäle, wo so 50 Leute reingehen, vielleicht 100, dass man da im Rahmen einer Kleinkunstgeschichte da so eine Nummer als, ich weiß ja nicht, Musikkabarett, nennen wir es mal Musikkabarett. Mir fällt Boah, auch das war kein schon besseres Wort sehr, dafür ein. also das ist aber schon arg Ja. intellektuell jetzt. Ey, du Eigentlich musst ja machen auch wir, ich würde verkaufen. das, Die was wir Leute machen, kommen würde dann und ich erwarten. Spökes. Spökes. Was wir machen, ist Spökes. Für Sagt man doch bei euch Johannes, in für Köln, oder? Spökes kommt, ja, aber für Spökes kommt keiner, weißt du? Wenn du aber sagst, Okay. Musikkabarett oder Musikhandwerk der besonderen Art oder was weiß ich, dann kriegst du schon ein paar Leute, weißt du? Also ich glaube schon, dass es Eigentlich Leute geben könnte, die sagen, ich komme dahin für 10 € Eintritt und schauen wir das mal an. Ich habe das auf YouTube gesehen, wie die da Lieder improvisieren oder so. Wir müssen halt mal nochmal so einen Testballon öffentlich machen, wo wir auch kein Geld mitverdienen wollen, sondern wo wir einfach vielleicht ein bisschen Werbematerial generieren könnten, wo wir vor allem diese goldene Hutnummer präsentieren. Vielleicht nennen wir Würde es ich so auf jeden richtig Fall noch mal ein bisschen kitschig. als Objekt behandelt werden.
Das ist Pflicht. Der goldene, das goldene Kraftwerk, der goldene Hut, der, ich weiß, man muss noch irgendeinen Namen einfahren, aber die Nummer mit dem goldenen Hut, ich finde, es ist schon relativ ausgeweitet. Das ist, da kann man schon viel mit arbeiten. Das müsste so das Kernstück der Show werden. Ein bisschen Erzählerei, ein paar Signature-Songs, die wir halt gut, wirklich dann auch gut spielen, wo man vielleicht so ein Portfolio hat, wo man sagt, da haben wir Bock drauf oder die können wir halt wirklich gut spielen. Vielleicht was mit einem schicken Solo oder mit einem zweistimmigen Gesang oder irgendeiner Fingerfertigkeit, ein bisschen drumherum oder erzählen. Halt dann mit die dem, Gags, mit die dem wir gemacht haben. Wiederkehrenden Gag, genau, mit dem wiederkehrenden Gag. Wir haben ja tatsächlich, genau. Jetzt haben sich ja, und das fand ich eigentlich am schönsten, auch wenn vielleicht für die Leute am wenigsten interessant war, aber es haben sich ja in unserer gemeinsamen, in Anführungszeichen, Karriere, also in den Jahren, in denen wir jetzt auch zusammen diesen Hyundai-Job immer wieder gemacht haben, haben sich ja Gags rauskristallisiert, die wir uns nicht ausgedacht haben, die irgendwann spontan auf der Bühne da waren. Ja. Dann haben wir sie wiederholt und irgendwann waren sie fester Teil des Programms, wie zum Beispiel Kerstin Ott, die immer lacht, zu der trierischen Version, die wo immer lacht, zu machen. Ja, genau. Mega. Oder ja, klingt jetzt in der Theorie natürlich so ein bisschen semi-geil, aber der Song ist super, der rockt die Scheiße, definitiv. Auf jeden Fall. auf jeden Fall. Ja, aber kam gut an. Auch unsere Mitsingteile, unsere Kirmeszelt-Reminiszenzen fand ich sehr, sehr witzig, sowas in der Art oder auch so ein bisschen Ecke. Also ich könnte mir da schon ein Programm vorstellen, dass man zusammen stricken könnte, das so ein bisschen ja, so einen Fuß hat und in der Mitte so der zwei Show Stunden ist dann diese Impro-Nummer. Ja, genau. Ja. So, 90 Minuten, ja. 2 Stunden sowas, genau. Bisschen erzählen, paar festgeschriebene Songs, wo wir überall was Witziges zu machen, vielleicht auch was umtexten oder so. Und dann kannst du das Ding locker Musikkabarett nennen, ohne große Schwierigkeiten. Bisschen Kleinkunst, bisschen Jonglage mit rein auf dem Einrad, mit Ukulele jonglieren. Kannst du dann machen oder mit Kettensägen. Genau. Wie gesagt, also machen die Höhner jetzt auch, ne? Ah ja gut, okay. Ich dachte, oh nee, komm, keine Hühnerwitze jetzt. Ich mach das fast gar nicht. Nein, ich mach das fast jetzt nicht auf. Johannes wird es brav. War kein Scherz von mir. Die haben jetzt einen eigenen Zirkus und ich habe nur gesehen, dass der Schlagzeuger gerade übt, auf dem Drahtseil zu laufen. Ich stelle mir nur gerade vor, ich muss es jetzt einfach sagen. Ich muss es jetzt einfach sagen. Ich stelle mir einfach vor, wie Henning Krautmacher so zwei so Jonglageringe so rechts und links an seinen Schnurrbartspitzen zwirbeln. So Hula-Hoop-mäßig kreisen. Das würde geil aussehen. Ja fände ich total lustig. Das wäre schon ziemlich gut. Während er singt, oh la la, willst du eine Pizza? Übrigens auch ein Song, bei dem mich wundert, dass die Vogue-Bubble bisher dazu nichts gesagt hat. Aber oder auch Frankreich. Aber da prallt so viel aufeinander. Aber gut, als Leverkusener Kölsch zu singen, ist ja auch schon kulturelle Aneignung. Lassen wir das fast mit der kulturellen Aneignung heute mal zu. Das bleibt heute zu. Wir schließen aber auch das Thema. Ich würde halt wieder an der Stelle sagen, liebe, wie hast du eben gesagt, Disco Fergs Army. Genau. Hallo ihr zwei. Total nett, wenn ihr auch hier euch beteiligt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr das cool findet, was wir da so erzählt haben. Also es wird auf jeden Fall ein Special geben. Dazu macht euch einen Knoten ins Taschentuch, meinetwegen ins Digitale, dass ihr unbedingt noch den YouTube-Kanal abonnieren müsst. Ist für euch natürlich total uninteressant, für alle, die neu hören, wenn ihr diese Sonderfolge euch mal anschauen wollt. Wenn ihr Bild und Ton haben wollt von unserem Special-Gig, den wir da hatten, dann auf jeden Fall den YouTube-Kanal abonnieren. Wir werden es aber auch auf Social Media nochmal posten, wenn die Dinger online gehen und dann könnt ihr euch die Show mal angucken. Und da freuen wir uns natürlich sehr über Kommentare und auch wieder Nachrichten, wenn ihr da zum Beispiel, wie Johannes eben sagte, irgendwie, wenn ihr Besitzer seid von einer Kleinkunstbühne, die im Moment, keine Ahnung, leer steht oder wo ihr kein Licht anmachen braucht, weil ihr Strom sparen müsst über den Winter, aber wir dürften da mal rein, bringen selber irgendwie Kerzen mit oder so. Schreibt uns so einfach, wir würden uns freuen, da des Öfteren vielleicht das noch ein bisschen auszuweiten, was wir da bei Miriam und Carsten kredenzen durften. Und ansonsten gilt unser Dank wieder den beiden und auch der echt coolen Location da in Hennef, im Sängerheim waren wir. Vielen Dank auch nochmal an der Stelle an das Sängerheim, das war sehr cool, sehr gastfreundlich und war auf jeden Fall ein schöner Tag. Ich freue mich, wenn der Mitschnitt zusammen ist. Johannes, wir müssen noch ganz kurz auf jeden Fall über eine ganz wichtige Sache reden. Hast du Ed Sheeran besoffen auf dem Frankfurter Oktoberfest gesehen? Ich versuche sämtliche Oktoberfest
Posts und Nachrichten zu blockieren, weil ich echt kein Fan vom Oktoberfest Perfekt. Bin. Du kannst mir jetzt dann lass mich mal erzählen. Ganz kurz alles für dich zusammenfassen. So, also ich bin natürlich ganz großer Oktoberfest-Fan und ich möchte hier nur die wichtigsten Informationen für dich zusammenfassen. Also, erste wichtige Information ist die Kotzwiese. Die berühmte Kotzwiese auf dem Oktoberfest, die ist dieses Jahr gesperrt worden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt. Und zwar, ich suche mal gerade raus. Also, Stadt kontrolliert mit Hangstreife, Polizei und Kameras. Solche Bilder wie 2017 soll es in diesem Jahr nicht von dem Hang hinter dem Festgelände geben. München. Er war das hässlichste Gesicht der Wiesen. Der Kotzhügel, ich zitiere aus der Bild, ne? Die Anhöhe seitlich der Festzelte hin zur Bavaria glich während des Oktoberfestes über Jahre immer einem Panoptikum. Alkoholleichen, die ihren Rausch ausschliefen, waren dann noch das harmloseste. Schlimmer, Betrunkene, die sich übergaben und davor oder danach, sehr schön geschrieben, urinierten und sich nicht selten dann auch noch darauf ablegten. Dazwischen wild knutschende Sexszenen und sogar Drogendeals. Der Heimweg zum Taxi war für viele Festgäste schockierend. Für manch eine Mutprobe. So, das reicht auch schon, um einfach reinzukommen. Kannst du dir vorstellen, in einer Kotzelache eine Nummer zu schieben? Weißt du? Das ist ja im Prinzip genau das, was da gerade geschrieben wird. Oder wenn anders du, wenn gesagt, du fünfmal wie geil musst du hast. Sein? Wie geil musst du sein, um es auch in einer Kotzelache zu treiben? Das kann ich dir genau sagen. Ich weiß nicht, ob du ihn siehst. Oh. Wahrscheinlich ein bisschen zu dunkel. Kannst du ihn einigermaßen sehen? Ich sehe. Ist das der Typ, der immer auf dem Oktoberfest ist? Das habe ich tatsächlich das gesehen. Ist Schurli. Das ist ein Typ. Schurli ja, ist seit 39 genau. Jahren jeden Tag 14 Stunden auf der Wiesn. Erstmal mein Respekt an dieser Stelle. Und um meine Frage zu beantworten. Seit die Fußballmannschaft in Malle 600 Bier geordert hat, hat die bildet ja auch mit so Sauf-Heroes, ne? Also, ich bin mir aber sicher, um deine Frage zu beantworten, surely nach 39 Jahren 14 Stunden pro Wiesentag, pro Jahr in 39 Jahren, der hat 100% schon sowohl da gekotzt, als auch gepisst, als auch in seiner Kotze geschlafen, als auch wahrscheinlich Geschlechtsverkehr in selbiger gehabt. Also ich glaube, das geht auf jeden Fall. Ich persönlich muss verneinen. Ich kann es mir definitiv nicht vorstellen. Weißt du, was lustig wäre? Andererseits, wie geil musst du sein, um Geschlechtsverkehr in der Kotze lachen zu haben, ist ja mal die erste Frage. Die zweite Frage, und die ist ja noch derber, ist, wie geil musst du sein, um in einer Kotzelache Geschlechtsverkehr alleine zu haben? Das ist schon krass, ja. Das ist wirklich ekelhaft. Ne? Ich weiß auch Liebe gar nicht, Grüße wie man nach Schorli. 5 Maß oder 6 Maß überhaupt, ich weiß überhaupt nicht, wie man auch nach 5 oder 6 Maß überhaupt noch irgendwas wie Geilheit empfinden kann. Also das finde ich auch ziemlich beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Grat ist schmal, definitiv zwischen, gut. Also wir können auf jeden Pandora, Fall, ne? Wir können aber auf jeden Fall Aber du wolltest ja eigentlich über Ed Sheeran reden. Genau, wir können jederzeit Ed Sheeran einfach mal fragen, weil Ed Sheeran fand ich echt, also ich meine, ich bin ja, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, ich bin ja schon irgendwie Fan von dem Kerl. Ich finde jetzt nicht alles geil. Es ist jetzt auch kein richtiges Fan-Dasein meinerseits. Ich bin jetzt keiner, der in Ed Sheeran Bettwäsche schläft oder so, aber... Du ich fand den so super durch in Harry Timeline Potter. Und auf einmal steht da dieser... Ja, das war geil. Also Ron Weasley hat ja echt richtig guten Job gemacht. Auf jeden Fall auch bei der kleine Hobbit. Mega. Einfach mega. Auf jeden Fall. Ja, es ist aber die Assoziation. Du guckst durch deine Timeline, da wird alles mögliche von dieser Wiesenscheiße reingespült, weil ich mir halt diese Kacke gespeichert habe, um über die Wiesen sprechen zu können, die ich wirklich kolossal lächerlich finde und die ganze Berichterstattung. Also sorry, gebt mir auch nicht auf den Sack mit dem, welches Dirndl trägt man heute, welche Influencerin hat mit wem wo gesessen, welche grünen Abgeordneten haben ohne Maske sich, ist mir alles scheißegal. Aber dann kommt in deiner Timeline auf einmal dieser lustige Hobbit ins Bild, steht da in einer viel zu großen Lederhose, mit einem Maskrug auf der Bühne und jetzt ist ja das nächste geil und da ist Ed Sheeran schon wieder eigentlich geil. Er schafft es in die Schlagzeilen, ist ja noch nicht mehr auf der Wiesn, sondern er ist in Frankfurt auf so einer Art Fake-Wiesn. Das ist ja, ich meine, überall hat er in der Commerzbank-Arena gespielt vorher, ne? Genau, der hat da gespielt und das ist genau das, worauf ich hinaus will. Der Typ ist in dem Video auf der Bühne, hat so eine Coverband gespielt, auch so eine Hyundai-Band, die hat alles mögliche Konten. Und es gibt ein kleines Video, da siehst du einen Zusammenschnitt, also es sieht wirklich so aus, als hätte der
Bock gehabt, der hatte wahrscheinlich schon zwei Mast drin, die dritte in der Hand, und gesagt, ich hab richtig Bock, ich will jetzt auch zu der Band. Wo ist hier irgendein Typ, der das klar machen kann? Dann haben die dem einen Sennheiser in die Hand gedrückt und ihn auf die Bühne gelassen. Er durfte seine Mast mitnehmen, weil er fucking Ed Sheeran ist. Hat er und seinen eigenen Video, Song gesungen? Er, oder hat er wenigstens mal gecovert? Also das war das erste Video, das und das ist das Geile. Das erste Video, das rumgeierte, war natürlich eine eigene Nummer. Aber viel geiler ist das kleine Video. Da singt er Uptown Funk von Bruno Mars. Danach singt er irgendwas von Justin Timberlake. Mega geil. Ist nicht so richtig tight. Singt trotzdem sehr, 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 sehr geil. Vor allem ohne Monitor, ohne alles. Und ist aber einfach definitiv hacke stramm. Der Typ ich ist hätte ja, ich hätte mir ja Summer of 69 gewünscht, irgendwie von Ed Sheeran besoffen auf dem Ich kann mir vorstellen, dass der, ich war nicht dabei, ich kann mir vorstellen, dass der da eine Stunde Programm gemacht hat, weil der einfach, der hatte Bock. Die Band ist auch auf Wolke 7, weil die denken, wir dürfen mit Ed Sheeran spielen, wie geil ist das? Und der Typ war einfach nur eine gute Zeit. Also ich wette, der hatte mindestens 3 Liter Bier im Bauch, wenn nicht mehr. Der war ungefähr so wie ich zu meinen besten Zeiten, wenn ich betrunken so einen Hyundai-Job gemacht habe. Es war alles so ein bisschen lallig, so ein bisschen daneben und alles so ein bisschen extrem gut gelaunt. Mega geil, feier ich total. Ed Sheeran, und dann steht er am Ende da und singt total lattenstramm seine Nummer Perfect in diesem Bierzelt. Und du siehst einfach nur 7 Millionen Handys, die auf diese Brett Bühne halt, und er steht an dieser riesengroßen Lederhose, grinst wie ein Honigkuchenpferd, sieht noch hobbitiger aus als sonst und ist einfach nur total schön besoffen. Und jetzt kommt's und spielt am nächsten Tag die nächste Show in der fucking Arena. That's Rock'n'Roll. Der geht abends saufen, singt mit einer Coverband in so einer Bumsbude und dann steht er mal eben wieder vor, keine Ahnung, 30.000 und macht dann seine Show. Geiler Typ. Hochlebe die Dialyse. Insofern mit einer Blutwäsche war der bestimmt schnell wieder am Start. Philipp, apropos Oktoberfest, jetzt eigentlich genau der richtige Moment. Wir haben eine neue Rubrik eingeführt. Und zwar haben wir uns ja während Disco-Fox-Specials haben wir uns auf eine neue Rubrik geeinigt, weil die uns spontan kam. Jetzt habe ich mich heute wirklich lang ins Studio gesetzt und habe in mühevoller Kleinstarbeit habe ich einen Jingle produziert und du hast halt überhaupt nicht geschafft, in unsere Jingle-Sammlung zu kriegen. Weswegen ich jetzt, ich mache das jetzt ganz spontan, die Sprachnachricht des Jingles einfach kurz an mein Mikrofon halt hier mit meinem Handy und dann können die Leute das schon mal hören. Gott. Und zwar in bester Qualität natürlich. Moment, läuft schon mal? Wenn der Bauer in die Stadt kommt, ist unsere neue Rubrik, war jetzt übrigens 1,5-mal so schnell. Also, ja, aber jetzt war jetzt sagen, richtig. War zu schnell. Moment, okay, jetzt komm, jetzt lass uns das nochmal richtig hören. So viel Zeit muss jetzt aber sein, verdammt nochmal. Moment. Warte. Also zweimal? So, jetzt machen wir hier einmal. So, jetzt pass auf. Wenn der Bauer in die Stadt kommt. So, der Bauer bin natürlich ich. So ging der Text. Genau, so, die Rubrik, wenn der Bauer in die Stadt kommt, die handelt natürlich von den Unterschieden zwischen der, wie sagt man so schön, der Stadtmaus und der Landmaus. Wir üben ja dann doch etwa den gleichen Job aus, aber in völlig unterschiedlichen Umfeldern. Und wir wollen so ein bisschen die Unterschiede diskutieren. Und heute habe ich eine Geschichte für dich, die hat sich mir zugetragen am vorletzten Wochenende sogar schon. Und zwar habe ich mit einer Kirmes-Coverrock-Band in einem kleinen Festzelt eines Winzers auf einem Weinfest an der Mittelmosel gespielt und habe dann eine Publikumsanimation erlebt. Und ich fand die irgendwie ganz süß und ich fand die ganz töfte. Und würde dich jetzt mal als Stadtmensch damit konfrontieren. Schön. Und du sagst mir mal, wie das Ganze so in Köln kommen würde. Und zwar hat eines der Bandmitglieder hat die Leute animiert, indem er gesagt hat, hör Leute, und hältst du sein Handy hoch und sagt, Leute, hier ist gerade mein Papa am Telefon und fragt, Junge, wo treibst du dich denn rum? Was machst du denn gerade? Könnt ihr nicht für meinen Papa mal kurz ganz laut mitsingen und mal zeigen und so?
Und dann haben natürlich die Leute, sind da drauf steil gegangen, haben die Hände in die Luft gemacht, haben den Song gesungen und haben vermeintlich für den Papa dann mal so richtig abperformt. Und ich dachte mir so, oh geil, das funktioniert ja. Weil ich im Vorfeld, wenn du mir das im Vorfeld gesagt hättest, hätte ich gesagt, eieiei, das wird in die Hose gehen. Hat aber 1A funktioniert, habe ich also wieder was gelernt. So, jetzt stellen wir uns die Situation mal nicht in einem Festzelt mit, ich sage jetzt mal, 250 Leuten auf 8 mal 6 Metern vor, sondern halt eben mit einem in einem Festzelt in Köln. Ich sag jetzt mal, ja, schilder du das Ganze doch mal. Wie wirkt das auf dich, wenn ich dir das so erzähle? Also so quasi, was wäre, wenn der Bauer jetzt in die Stadt käme und würde diese Animation mitnehmen und versuchen, die Kölner Leute, die mondänen Kölner, mal so richtig damit heiß zu machen? Ich zitiere da vielleicht, um das adäquat zu beantworten, von der Herrensitzung, wo ich dabei war. Da war eine Band auf der Bühne, also sonntags Herrensitzung, nur Männer im Saal. Die sollen jetzt mal repräsentativ so ein bisschen für den Umgang mit solch einer Art von Animation stehen. Und der Sänger auf der Band war auch sehr, sehr bemüht und hat richtig Gas gegeben, richtig was geliefert und brabbelte da so vor sich hin und stellte auch eine Frage ins Publikum und daraufhin war erstmal Totenstille. Das würde passieren. Und dann würde einer der Männer sich erheben und würde Folgendes sagen: Wo ist der Bus? Der Sänger kannte das Nein. noch nicht zu der Zeit und fragte ernsthaft im Mikro: Was für ein Bus? Und der Typ im Publikum: Mit den Menschen, die das interessiert. So ungefähr wäre die Reaktion wahrscheinlich in der Stadt. Es liegt aber auch ein bisschen daran, ich weiß nicht, Der ob war man eine ganz schön Stadt wie Köln arrogant, da die so Stadt. als ja, nee, die Herren sind die Band war aber auch scheiße. Nee, es kann aber auch einfach so erklärt werden. Ich weiß nicht, ob man so viel von der Stadt erwarten sollte, wo die einfachste Animation der Welt funktioniert. Du musst ja hier auf der Bühne einfach nur eins machen. Irgendwo im Song oder nach dem Song brüllst du einfach ins Mikro: Kölle! Und egal wo du bist, der ganze Saal brüllt automatisch: Alaf! Und dann brüllst du nochmal: Kölle! Alaf! Also wird diese Art der Animation wahrscheinlich viel zu weit führen, weil ich finde, du musst halt sehr viel vorher erklären. Ich glaube nicht, dass es funktionieren würde. Ich glaube auch nicht, dass der Drang der Festzelt hier in Köln gegeben wäre, zu sagen: Oh, wenn das jetzt der Vater des Musikanten ist, dann möchte ich Da aber müssen wir doch einen mal guten gerne Eindruck hier auch hinterlassen, meine ne? beste Leistung zeigen. Ich glaube, das hat Genau. schon so ein bisschen was Ländliches von: Ich möchte nicht, dass die schlecht von mir denken, könnten ja Verwandte von mir sein. Ne, also da muss man ja immer so ein bisschen auch wieder dran denken. Ne? Das liegt ja tief im Eifelaner oder im Hunsrücker oder im Saarländer oder In im diesem Fall war es die Rheinland-Pfälzer auch Mittelmose. irgendwo so ein bisschen drin. Ja. Ja, die Gut. sowieso. Ne, da Also weiß haben wir man es ja nie, definitiv da könnten sie auch Franzosen Hier einen Unterschied rausgearbeitet, dass bestimmte Sachen auf dem Land sehr, sehr gut funktionieren. Und ja, das sein. Ich bin war doch aber schon eine überrascht. Ich muss Sch auch ganz ehrlich sagen, ich finde die Idee gut. Ich finde die Idee gut. Das Ja, hat ich auch richtig auch. viel. Also Da hat sich einer richtig Gedanken gemacht. Das finde ich halt toll. er hat aber auf jeden Fall einer seine Hausaufgaben gemacht. Und Ja, ich voll. muss sagen, in dem Moment kam das halt auch wirklich gut an, weil es wirkte auch sehr spontan. Und Das ist geil, weil es ist auf jeden Fall, es ist mit Sicherheit nicht spontan. Das ist eine Nummer, die wird ja wahrscheinlich jeden Gig machen, aber es ist cool, wenn es dann weiß ich spontan halt wirkt. nicht. Das ist Ich ja war die halt große Aushilfe, Kunst. ne? Doch, Nun ja. klar. Sowas fällt ja nicht mal eben ein. Finde ich aber echt eine, also finde ich an sich eine witzige Idee. Ich weiß nicht, ob es immer funktioniert, aber ich finde es eigentlich ganz lustig. Ist aber auch super viel Aufwand für einen Mitsing-Part. Aber es ist auf jeden Fall, ich meine, ich bin ja großer Fan davon, wenn man nicht die Standards abfeuern muss. Ne? Nicht das ewige: Jetzt nur die Frauen, jetzt nur die Männer. Ja, war Gleichstand. Jetzt alle zusammen oder keine Ahnung. Und jetzt alle, wo sind die Hände? Geht das noch Wo sind lauter? die Ich meine, wir kennen Hände? sie ja alle. Genau. Da finde ich den Nummer mit dem Handy gut. Also Wir das haben das ist, ja auch bei hat unserem was. Disco-Fact-Special haben wir das ja persifliert. Ne? Wir haben ja gesagt, hier, ich kann euch nicht hören und Ja. so. Die Leute haben das ja auch, die waren da ganz, ganz gelehrig, waren die. Ja, war auf jeden Fall schön. So viel mal als kurzer, knackiger Einstieg für die Rubrik, Finde ich cool. die da heißt. So, wenn der Bauer in die Stadt kommt, Geil. davon Finde ich, klingt demnächst einfach geil. mehr. Wir brauchen ja, Hätten wir aber nachdem eigentlich auch wir das ganze aufgehört haben, die Wiesn-Special Scorpions. schon drauf machen können.
Ja, aber wie soll ich sagen, nachdem wir jetzt aufgehört haben, die Scorpions so zu bashen, brauchen wir ja wieder eine Rubrik. Und das wird jetzt in nächster Ich Zeit. hätte da schon, ich. Ja. Naja, du kannst mich gerne Ich überraschen. habe Du da noch kannst mich was, gerne überraschen. ich habe da noch eine Idee. Da Okay. könnte noch was kommen. Ich bin noch Du nicht ganz kannst sicher. Ich arbeite noch darfst mich daran. gerne überraschen. Auf Johannes, jeden sollen wir Fall zu mehr unserem, Rubriken. sollen wir ein bisschen Herbststimmung noch verbreiten, so gegen Ende der heutigen Folge? Ich würde sagen, so ein schönes Herbstthema fehlt da noch irgendwie, oder? Ja, du willst Fünfer ranken, gell? Wäre vielleicht eine Idee, oder? Also ich meine, Ja. es wird ja langsam kälter draußen, die Kürbisse stehen in den Fenstern, also vielleicht wäre es ja eine ganz gute Gelegenheit, um einfach mal darauf vorzubereiten. Ihr könnt euch ja schon mal was Warmes anziehen und dann würde ich sagen, machen wir einfach mal, wenn der Jingle wieder spielen würde, macht er natürlich nicht, wahrscheinlich, weil du jetzt, der Jingle-Player hier ist total beleidigt, weil du jetzt eben dein Ding da einfach mit dem Mikro Fremdgegangen abgespielt hast, bin. das mache ich das jetzt hier nämlich genauso. Warte. Naja, Da war machen doch wir es zu halt so. Ich hören. weiß nicht, ob du es gehört hast. Und so, Ja, eben, war doch ja, da. ich hab's Natürlich, gehört, wir haben ja. wieder ein krasses Fünfer-Ranking. Johannes, was wird denn heute gegeben? Ja, heute gibt's von uns Service pur. Wir sind quasi Apothekenumschau und Bäckerblume in Personalunion. Wir bieten euch nämlich die Top 5 Songs für den Herbst. Und ich würde sagen, also ich habe mir von den Top 5 Songs für den Herbst halt auch zwei ausgesucht, die auf unserer Playlist landen sollen. Ne? Zwei Möchtest Stück du gleich, ja, anfangen? okay, kann Ja, ich gerne ich machen. kann auch nur einen draufpacken. Also ich bin da entspannt. Wenn du nur einen hast, dann mache ich auch nur einen. Nö, ich hab ja fünf hier stehen, ich kann ja alle fünf draufpacken. Nein. Nochmal kurz erklärt. Also Fünfer Ranking bedeutet, die fünf Songs in einer sagen wir mal, Beliebtheitsskala, fünf Songs, die an den Herbst erinnern, an denen man im Herbst nicht vorbeikommt. So Ja, würde ich es genau. deklarieren, oder? Oder fünf Songs, Toll, 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 die toll. es sich lohnt, sich im Herbst nochmal zu Gemüte zu führen, weil sie dann besonders schön wirken. Wo Geil, würde ja, es in der finde ich gut. Bäckerblume Dann habe ich stehen? auf jeden Fall eine tolle Auswahl. Sehr Sehr, sehr, schön. ja, das klingt total nach Bäckerblume. Wie viel Geld hat Boris Becker eigentlich mit der Bäckerblume verdient? Boah, nicht schlecht, nicht schlecht. Egal. Aber du weißt ja auch, dass Kollega Felix Blume heißt, ne? Also, aber fangen wir jetzt. Ja. Egal. Na, Wir sind ja fand heute ich auch gut. gescriptet. Wir Fand, dürfen die fand, Insel fand, so ab. fand, 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 wir dürfen keine spontanen Witze machen, sonst lacht noch einer. Ja gut, dann Genau. fange ich gerne an. Also mein Platz Nummer 5 ist total kreativ. Wurde auch beim Special gewünscht und wir konnten leider nichts liefern, weil wir kannten nichts. Deswegen habe ich bei meinem Platz 5, weil es ja der Herbst ist, und im amerikanischen Englisch ist der Herbst ja Fall. Deswegen habe ich irgendwas von der Band Poets of the Fall am Platz 5. Was ist scheißegal, weil ich kenne nichts, aber macht bestimmt voll Sinn. Das ist so Singer-Songwriter-Kram. Das ist so schön gesungen mit ganz viel Gitarre und bedeutungsschwangerem Sound. Und da ist Fall im Namen. Deswegen mein Platz 5. Irgendwas von Poets of the Fall wird schon immer passen. Ne, die heißen ja schließlich Dann so. auf jeden Fall Poeten des Shoutouts Herbstes. an Miri, die, glaube ich, ein großer Fan davon ist und sich bestimmt freut. Und Ja. ja, ich habe als ich habe mich so ein bisschen von der Konkurrenz inspirieren lassen, muss ich sagen. Und zwar, also so die Stimmung im Herbst fängt mein fünfter Platz schon recht gut ein. Und ich habe dann am Sonntag ich will gar nicht sagen Kollegen, weil es ja eine andere Liga, aber von Fest und Flauschig gehört. Und da ist auf einmal der Name einer Künstlerin gefallen, wo bei mir sofort wieder ein Licht im Kopf anging. Stimmt, die gab es ja auch noch, und auf die bin ich total abgefahren. Die fand ich weiß es gar nicht, ich fand die extrem sexy, ich fand die immer extrem auch extrem gut. Jetzt sind wir natürlich wieder, jetzt spannt sich der Bogen Ich zum wollte gerade Anfang des sagen, Themas, zum Anfang man des muss immer Abends. ein Aber bisschen nein, wirklich aufpassen. eine großartige Sängerin, Pianistin, aber auch eine ganz tolle Frau, nämlich Tori Amos. Und die Ja. wurde da so ein bisschen abgefeiert bei Fest und Flauschig am letzten Sonntag. Und ich würde gern als Platz 5 den Song Cornflake Girl, wahrscheinlich so der größte Hit in den 90ern von Tori Amos, würde ich gerne als Platz 5 meiner Herbstsongs nehmen, weil ich finde, der passt sehr, sehr gut in die Zeit und ist ein toller Song. Klingt gut, ja, gerne. Kennst du?
Kennst du? Kennst du? Ja, gut, Tori Amos habe ich auch eine Zeit lang relativ viel gehört, aber auch lange nicht mehr. Ja, muss ich auch mal nochmal reinziehen. Aber stimmt, das hat immer so eine gewisse Melancholie. Genau. Würde mir jetzt immer so ein bisschen verrückt. Einfallen. Wie sag mal, nix, vielleicht hast du die auf der Liste. Ja, voll. Aber fällt mir auch noch eine andere Künstlerin ein, die ich auch immer gern so im Herbst, Winter gehört habe. Aber vielleicht kommt die ja bei dir noch, ich habe sie nicht auf der Liste. Vielleicht schmuggle ich sie gleich noch spontan rein. Mein Platz 4, ich habe, glaube ich, auch ein bisschen versucht, witzig zu sein. Das ist mir immer ganz witzig. Deswegen wichtig, deswegen ist mein Platz 4. The Mamas and the Papas California Dreaming. Und einfach nur, weil die scheiß Nummer anfängt mit All the leaves are brown and the sky Anneliese Braun. Okay. Anneliese Braun. Also All the Leaves Are Brown. Was wäre passender, um Herbststimmung zu verbreiten, als eine Nummer, die mit dieser Melodie und diesem Text so beginnt, in diesem Zusammenschluss. Deswegen mein herbstlicher Platz 4, Mamas and the Papas, California Dreaming. Okay, und die ultimative Band für melancholisch bis depressive Herbststimmung kann ja nur eine Band sein, nämlich The Cure. Und ich bin natürlich auch so ein alter, verkappter The Cure-Fan. Ich habe mir die ganzen 90er Jahre gewünscht, ich wäre Robert Smith. Wenn ich Robert Smith heute sehe, denke ich, boah, Glück gehabt, dass du nett bist. Aber gut, ja, ist halt wie so vieles schlecht gealtert, sage ich mal. Aber nach wie vor trotzdem wie Berlusconi. Oder Flavio Briatore. Also eigentlich ist Robert Smith der Flavio Briatore des Gothic. Aber Oder das Emo. Ich könnte eigentlich jeden Song von The Cure jetzt nehmen und da hinsetzen. Ich habe mich entschieden für Lullaby. Weil im Herbst auch die Spinnen immer so in die Häuser kommen. Und ich so als Altbaubesitzer und Altbau-Fan tue mich damit natürlich im Moment gerade gut. Außerdem ist es natürlich auch so, dass die Nosferatu-Spinne in Deutschland Einzug gehalten hat und ich damit auch so ein aktuelles Thema angeratzt habe. Also mein Platz Nummer 4, Lullaby von The Cure. Du bist mir viel zu motiviert, dass es hier irgendwie einen roten Faden kriegt. Das ist halt ekelhaft. Ekelhaft. Ich habe alles auswendig gelernt. Nur am Ablesen. Streber, absoluter Streber. Technisch bin ich heute der totale Streber beim Billy, ja, mit meinem Billo-Kopfhörer. Krass, ey, mit deinem Billo-Kopfhörern. Mega. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt auf das Feedback. Yeah. Shoutouts an die Disco Fuchs. Army nochmal. Mein Platz Nummer 3, auch super cheesy, aber muss einfach mit auf die Liste. Autumn Leaves, natürlich. Ist zwar noch ein bisschen früh, versteht auch keiner, aber wenn man schon dran denkt, dann natürlich Autumn Leaves, aber in der wunderschönen Version von Nat King Cole. Pack ich auch auf die Liste. Dankeschön. Danke, dass du jetzt nicht irgendwie wieder irgendeine so Michael Bublé-Scheiße oder so weit ausgepackt hättest. Nat King Cole ist da wirklich ganz groß. Ja, das ist okay, aber sonst, weil ich hätte sonst so einen Scorpions-artigen Flashback-Rant bekommen. Aber Das ist aber wirklich auch die schönste Version, die ich kenne. Also die ist wirklich schön gesungen, auch kurz vor kitschig, aber Nat King Cole ist in meinen Augen der Meister des Kitsches in diesem Genre, weil der immer so... Es ist immer viel zu bedeutungsschwanger, aber es hat immer noch irgendwie so ein gewisses Flair. Deswegen, die kann man gut hören. Also im Herbst werde ich tatsächlich immer so ein bisschen depressiv und dann packt sich bei mir wieder der alte Gothic-Wave-Fan, der bahnt sich so den Weg nach draußen. Okay, was kommt denn jetzt von Evanescence? Nein, Evanescence finde ich ganz schrecklich, genau wie Nightwish. Aber der Gothic in mir, der hat ja auch so eine intellektuelle Arroganz, wo man noch so mit 14, wo man gemeint hat, man muss unbedingt extrem intellektuelle Musik hören und hat sich dann Goethes Erben oder sowas angehört, was ganz schrecklich war, aber man meinte halt, man musste dazugehören. Dennoch muss ich sagen, Evanescence, nee, geht gar nicht. The Rasmus, nee, geht gar nicht. Das war für mich, das ist so wie wenn du jetzt sagst, pass mal auf, eine richtig geile Gothic-Band, wie zum Beispiel, wie hieß denn noch diese Gothic-Band, die irgendwann bei DSDS zusammengecastet wurde? Nu Pagadi. Weißt du, wenn du sagst, hier eine gute Nu Pagadi, weißt du, so ganz, ganz schlimm. Will ich auch gar nicht aus. Sweetest Poison von Nu Pagadi werde ich vielleicht irgendwann mal auf die Liste packen. War da nicht sogar Giovanni Zarella dabei?
So ähnlich. Ich weiß nur noch, ich war mal mit einem Freund auf einem Konzert, pass auf, ich war mal mit einem Freund auf einem Konzert von Boss Hoss und der Freund ist in der Veranstaltungsbranche und hat auch so ein bisschen Berührungspunkte und der hatte mich zu Boss Hoss eingeladen. Da haben wir Boss Hoss geguckt und dann war Boss Hoss vorbei und irgendwann kam der in ein halbstündiges Gespräch mit dem Roadie, mit dem Backliner von Boss Hoss. Und das war einer der Sänger von Nu Pagadi. Also so irgendwie hat die Band, glaube ich, auch wieder schlecht gealtert. Gut, long story short, ich komme zu meinem Platz 3. Und weil ich natürlich auch so ein richtiger alter Wave und Gothic-Fan bin, darf natürlich einer nicht fehlen auf meiner Liste. Und das ist natürlich der gute Nick Cave, den ich ja neulich noch live bewundern durfte. Und zwar ist auf meinem Platz 3 Nick Cave mit The Weeping Song im Duett mit Blixer Bargeld. Also ich versuche wirklich so ein bisschen meine persönliche Herbststimmung einzufangen. Hab mir also den Herbst jetzt nicht so als Thema gesucht, sondern es geht tatsächlich darum, wie fühlt man sich so, wenn man den Song hört. Und da ist für mich The Weeping Song von Nick Cave ganz großes Damen-Tennis, definitiv. Ja, da geht mein zweiter Platz auch hin. Ähnliche Kategorie, ähnliche Stimmung. Fängt auch einfach dieses Feeling von mir persönlich im Herbst sehr, sehr gut ein. Deswegen ist mein Platz 2. Du hast jetzt Morrissey oder du hast The Smiths. Nee. Rolf okay, Zukowski weiter. Mit Die Jahresuhr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Rolf Zukowski. Ich muss mir gerade so viel naheliegende, schlimme Gags verkneifen. Übrigens, du hast ja neulich jetzt Böhmermann in der geilen Rolf Zukowski-Parodie gesehen, oder? Ja, natürlich. Ja. Okay, gut. Dann kommentiere ich Rolf Zukowski jetzt nur mit, ah ja, schön, weiter. Mein Platz 2 finde ich jetzt mal ganz objektiv gesprochen auf jeden Fall den besseren Song. So, jetzt haben wir die Smiths schon erwähnt. Ich hatte The Cure schon drin. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Band, die definitiv genau auf der Welle surft, die ich hier schon den ganzen Podcast lang fahre, nämlich New Order. Und ich habe mir meinen Lieblings New Order Song, der da nicht Blue Monday ist, sondern True Faith. Mein Lieblings, ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist sogar schon auf unserer Liste. Müsste man sehen. Wenn nicht, packe ich ihn jetzt drauf. Und zwar zusammen mit dem Weeping Song von Nick Cave. Also nur nebenbei gesagt, ich hätte gern The Weeping Song von Nick Cave und True Faith von New Order auf unserer Playlist drauf. Ich glaube aber, dass True Faith von New Order schon drin ist. Deshalb wäre dann nur der Weeping Song hinzuzufügen. Kleine Dienstanweisung am Rande. Notiere ich also schon mein mal, Platz 2, ja True Faith so. New Order mit dem wundervollen Videoclip übrigens, in dem sich im Rhythmus dieses mittelschnellen Synthie-Beats, der genau so viel zu schnell ist, dass du ja nicht Disco-Fox zu tanzen kannst, zwei Typen in geometrischen Figuren als Kostüm rhythmisch in Viertelnoten aufs Maul hauen, was mir sehr gut gefällt. Also ist ein toller Clip, ist ein toller Song. Habe ich hier noch als Vinyl 7-Inch liegen. Long story short, True Faith New Order ist mein Ding für Platz 2. Gute Nummer, sehr, sehr gute Nummer auf jeden Fall. Kann man nicht meckern. Und wir kommen damit Ich glaube, man hört's. Lief auch wieder nicht so, wie ich es gerne haben wollte. Egal. Kommen wir zu meiner Nummer 1. Ist richtig kreativ aus einer ganz, ganz anderen Ecke. Ich habe einen Song gewählt, der passt zum Herbst wie kein zweiter. Und das ist witzigerweise doppeldeutig, denn das Stück ist von oder mit von Christoph Maria Herbst. Und zwar singt er Lass das mal den Papa machen aus dem Stromberg-Film. Das ist mein Platz 1 und den packe ich auch auf die Songliste. Um Gottes Willen, ich war doch eigentlich immer der mit der geschmacklosen Scheiße. Wieso kommst du jetzt damit? Naja gut, okay. Ja, das passiert halt auch so mir so ein Fünfer-Ranking für
für Herbst reindeut. Das heißt Grüße an dieser Stelle an Christoph Maria Herbst mit seinem Song. Sei froh, dass ich nicht irgendwas von einem seiner Hörbücher gewählt habe. Das Grundgesetz ja auch, gelesen von Christoph Maria Herbst. Hier in Trier sagt man ja auch nicht Herbst, sondern Herbst. Also da ist ja noch ein E mehr drin. Herbst. Christoph Maria Herbst. Und damit kommen wir nun zu Johannes. Genau. Oder? Ja, ich höre das Jingle ganz leise. So, ich hab die andere Seite meiner persönlichen Herbststimmung dann rausgeholt. Und zwar habe ich mir vorgestellt, wie so ein typischer, sage ich mal, Herbstsonntag, Herbstsonntag, halt eben Herbstsonntag. Bringst mich hier völlig raus. Wie so ein typischer Herbst Sonntag Nachmittag dann abläuft, wenn ich mit meinen bunten Jack Wolfskin Gummistiefeln in die Pfützen gesprungen bin und dann bunte Herbstlaub durch die Gegend gekickt habe, wie in der besten Tamponwerbung. Oh. Ich habe dann setze ich mich natürlich mit einer Decke vor meinen Ofen und natürlich packe ich dann die Cappuccino-Tasse mit zwei Händen an. Und im besten Fall liegt der Disco-Fox direkt neben mir, wie übrigens jetzt im Moment. Ich gebe mal so ein kleines Bonbon an die YouTube-Community und klappe kurz die Kamera runter. Da liegt nämlich ein total übermüdeter Disco-Fox neben mir und ist am Schlafen. Ja, ich weiß, süß, ne? Oh. So, süß. Und genau dieses Gefühl transportiert der nächste Song. Der ist überhaupt nicht Gothic und überhaupt nicht Waves, sondern ist ein geiler Soul-Klassiker, nämlich Lovely Day von Bill Withers ist meine Nummer 1 der Herbstsongs. Oh ja, sehr schön. Ist auch so ein bisschen so ein kleiner Hochbringer sehr, nach dem sehr ganzen depressiven Zeug, ne? Ja. Oh, geile Nummer. Also ja. Lovely Day von Bill Withers. Lovely day. Ja, aber du geiler hier, Song. Lass das mal den Papa machen, ne? Ich finde, da sieht man mal wieder, wer von uns der gefühlvolle Künstler ist und wer von uns der, wie soll ich sagen, der einfache Haut drauf Onkel, ne? Nee, da sieht man, wer von uns beiden das Sendungsbewusstsein hat, hier unterhaltsamen Schwachsinn anzubieten, damit unsere Leute irgendwas zu lachen haben oder darüber nachzudenken. Ich habe emotechnisch völlig gepiekt. Du wirst jetzt wahrscheinlich selber schuld sein und kriegst jetzt ganz, ganz viele Briefe von 14-jährigen Mädchen mit dunklem Kajal um die Augen, die und Evanescence. Johannes, ich finde dich so süß und das ist total toll, dass du dich so öffnest endlich mal und dass du der Community deine Gefühle so mitzeigst. Von der Seite kannten wir dich ja noch gar nicht. Sonst bist du ja immer so ein zynisches Arschloch. Aber jetzt hast du mal so richtig deine deepen, realen Gefühle gezeigt, wenn du mal quatschen möchtest. Hier ist meine Handynummer, kannst du gerne mal anrufen. Vielleicht können wir uns mal auf einen Kaffee treffen, irgendwo in Hamburg in der Speicherstadt. Ist schon klar, dass das Ganze hat aber jetzt schon so ein Pedo-Touch, was du mir hier erzählst, weil du gerade gesagt hast, sie sind alle 14, ne? Um dich aus dem Loch rauszuholen, ne? Stelle ich mir jetzt mal den Brief vor, den du kriegst, nämlich Hallo Keule, wir sind der Herren-Kegel-Club alle Neune aus Herne und wir finden dich total super. Wir hören gerade Lass das mal den Papa machen und trinken dabei einen Kasten Oettinger. Auf dein Wohl. Wir werden bald auf deinen Konzerten da sein und bringen alle unsere Kumpels mit. Bis dahin viel Spaß. Dein Kalle. Ja. So werden nämlich die E-Mails aussehen, die du jetzt kriegst. Aber der Punkt ist der, am Ende des Tages hast du dann nur die 14-jährigen Mädchen, die gar keine Kohle haben, um auf deine Konzerte zu kommen. Und ich habe wieder 25 Tickets mehr verkauft. Finde den Moment, Fehler. Moment. 14-jährige Mädchen haben, glaube ich, sehr viel Kaufkraft. Die haben vielleicht keine Kohle für die Tickets zu meinen Konzerten. Die kaufen aber die Bettwäsche mit meinen Bildern drauf. So, und wenn die sie nicht kaufen, dann kaufen die die. Hey, die New Kids on the Block haben es uns doch vorgemacht. Also das stimmt. Ja, du hast leider recht. Ja, deshalb, verdammt. Ich verdiene mein Geld mit Bettwäsche. Sorry. Okay, dann muss ich vielleicht nochmal an meinem Image arbeiten. Ja, du hast recht. Wer will nicht seinen Kopf hier drauf ablegen? Ne? Ja, einfach mal ja, so. Ja, ich ja, stelle okay. so meine ja, Visage ja. auf dem Kopfkissen vor. Wäre doch vielleicht eigentlich ganz geil. Nee, du hast.
Ich glaube, ich schenke dir das auch zu Weihnachten. Also wenn wir nochmal Schrottwichteln, kriegst du Bettwäsche mit meinem Gesicht drauf. Definitiv. Für dein frisch bezogenes Ehebett. Und ich mach zwei Sätze. Super gute Idee. Vielleicht sollten wir immer langsam auch über so Disco-Fox-Merch nachdenken. Das hat auf jeden Fall was. Ich finde, es ist irgendwie. Ja, Moment, wir haben ja schon Merch. Wir haben ja bei unserem Konzert haben wir ja, die werden wahrscheinlich irgendwann Millionen, wie der Trierer sagt, wert sein. Wir haben nämlich Buttons verteilt, ne? Also Pins. Ne, sind nicht jetzt Pins oder Buttons? Wie sagt man jetzt dazu? Nee, Buttons, das sind Buttons, ja. Buttons, ne? So für richtige Punks. Ja, das sind Buttons. Haben wir Buttons verteilt, ne? Ja. Philipp, was soll ich sagen? Finde ich aber auch gut. Pass auf, ich sage jetzt mal ganz unromantisch. 1,2830. Jawohl. Ich bin jetzt mal so richtig der blöde Onboard-Regisseur und sage, eigentlich hat man ja anderthalb Stunden angepeilt. Wir sind mit dem Ranking durch. Wir haben alles besprochen, was ich besprechen wollte. Wir haben es also wirklich geschafft. Ob das jetzt gut war, das weiß ich jetzt nicht. Also möchte ich jetzt eigentlich auch, soll doch mal die Kinder da draußen entscheiden, ob der Kasper und der Krokodil hier einen guten Job abgeliefert haben oder ob das jetzt eher zu hektisch und zu gescriptet. Lasst uns doch mal hören. Vielleicht wird es einfach noch besser, wenn du nicht zwischendurch ständig so als Regieanweisung sagst, so, wir müssen jetzt aber mal das noch machen, weil wir haben ja keine Zeit und jetzt ist die Zeit vorbei. Oder ja, Ich bin halt kein Freund der subtilen Überleitung. Sag mal so, wir könnten ja einen WhatsApp-Chat machen, wo dann sowas drinsteht, komm Philipp, komm auf den Punkt, komm jetzt hier mal, komm, Riemen auf die Orgel, Zeit läuft, Zeit ist Geld. Das wäre auch ganz gut. Ne? Ein alter Mann ist kein D-Zug, kommt dann als genug. Es gibt auch genug andere Podcasts, die man so hört, die weitaus mehr Reichweite haben als wir, wo ich auch ständig im On höre, dass so ein Kommentar, ja, komm, reicht jetzt auch wieder, ist auch schon wieder anderthalb Stunden geredet heute, schon wieder eine Stunde vorbei. Ich will ja nicht über die Kollegen lästern, aber ich finde, seit ich die letzte Folge Fest und Flauschig gehört habe, ne, finde ich, was uns mal so richtig fehlt in einem Podcast, ist so ein richtiger, lauter, offener Streit über den Ukraine-Krieg zum Beispiel. Also ich finde, das stünde uns mal gut an. Wir können aber auch, was wäre denn ein Thema, was uns so offen streiten ließe? Wo wir uns so richtig in die Wolle kriegen und jetzt sagt nicht Paul McCartney, langweilig, da verstehe ich keinen Spaß. Bei Paul McCartney, natürlich verstehst du da Spaß. Sonst hättest du mich schon längst verprügelt, weil ich bei Paul McCartney, ich verstehe ja bei Paul McCartney keinen Spaß. Sonst würdest du den ja auch nicht hören. Du würdest bei Paul McCartney nicht hören, wenn du keinen Spaß verstündest, ganz genau. Wenn du keinen Spaß verstehen würdest. Ja, da muss man schon. Ich habe keine Ahnung, was für ein Thema das sein könnte. Ich muss aber sagen, nach wie vor, wir zwei Schusterlein sollten schon bei unseren Leisten bleiben. Wir werden wohl auch nie ein Politik-Podcast werden. Also, und ich möchte auch eigentlich gar kein Politik-Podcast sein, weil ich davon viel zu wenig Ahnung. Das sind die anderen ja auch nicht, ne? Man kann ja einfach auch mal. Die haben wir zumindest, pass mal auf, die führen aber zumindest. Wieder, ja. Das sind aber Leute, die führen tatsächlich ein Leben, in dem sie medial präsent genug sind und auch finanziell, möchte ich mir jetzt mal anmaßen, denen vorzuwerfen, so weit ausgesorgt sind, dass sie tatsächlich im Gegensatz zu uns Zeit haben, sich einfach mal 3 Stunden am Tag Zeitung reinzuziehen. Also ich meine, das ist halt echt ein Unterschied. Ja, ist so. Sorry. Ja, auf jeden Fall. Um jetzt wirklich mal hier so ganz persönlich aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich habe heute schon 8 Stunden Leute unterrichtet. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer so erbaulich war. Und natürlich ist das doch auf jeden Fall. Ne? Ja, mega. Du hattest ja Zeit genug, heute noch einen Jingle in dein Handy zu rülpsen zwischendurch. Kann ja nicht so anstrengend sein, dein Beruf. Komm, wir hören den Jingle doch zum Abschluss, weil ich fand den Jingle wirklich geil. Wie soll ich sagen? Ja, der gern. Engländer würde sagen, that's dedication. Ich habe also wirklich so richtig mit Herzblut und handwerklichem Geschick und Akribie und Liebe zur Sache dieses Jingle hier. Wenn der Bauer in die Stadt kommt.
zusammengebaut mit all meiner Kompetenz, mit all meiner Leidenschaft, mit allem Herzblut, weil ich für unseren Podcast habe, habe ich dieses Jingle gebaut. Ich erwarte dafür auch so ein bisschen Applaus. Einfach beeindruckend. Ja, ja, finde ich auch. Ja, ich habe auch Angst vor mir selber und ich weiß auch nicht, manchmal mache ich mich da auch selber so ein bisschen an. Ja, danke schön. Danke. Ja, möchtest du jetzt gerne Schluss machen, damit du ins Bett gehen kannst und dich ein bisschen anfassen darfst? Ist das, ja, eigentlich ein guter Plan. Mach mal so. Deshalb sage ich jetzt nochmal, wir wurden euch präsentiert von 54.de, 5 als Zahl, 4 als Wort.de. Schaut doch mal da rein und guckt euch an, was die so alles zu bieten haben. Unter anderem auch meine geschriebene Kolumne, die bei weitem weniger geplant war als diese Podcast-Folge. Insofern, wenn ihr Bock auf Spontanität habt, dann lest doch mal meine Kolumne, denn die Delete-Taste, die kenne ich nämlich nicht. Bei mir wird alles geschrieben, wie mir der einfach Name, so passiert. Ja, wie der Mann in den 80ern sagt, wie so mir geschrieben, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Unverfälscht, ungeskriptet und geradeaus auf die 12. So, kurze Eigenwerbung. Natürlich skillcontrol.de sei hier auch nochmal erwähnt, wo ihr mit wesentlich mehr Konzept als in meiner Kolumne, nämlich wirklich vernünftig zusammengestellten Videos, Instrumente lernen könnt. Und wenn ihr das nicht auf die Reihe kriegt, dann lernt ihr da singen. Und wenn ihr das nicht auf die Reihe kriegt, dann lernt ihr da produzieren. Insofern seid ihr da auf jeden Fall richtig, egal wie ihr euer Geld anlegen wollt, um euch musikalisch weiterzubilden. Skillcontrol.de ist eine gute Anlage. So, und auf jeden Fall. Bleibt uns jetzt nur, so, auch jetzt sag ich mal ganz klar hier, pass auf, in 10 Minuten muss die Hose kalt über dem Stuhl hängen, wie Thorsten Sträter sagt. Wir sind jetzt bei 1,35, 1,30 war angepeilt, ist auch super. Schicht im Schacht, oder? Hast du noch was? Und wieder, habt ihr ein bisschen mehr von uns bekommen. Ich schäme mich zu Tode. Warum? Ich weiß es nicht. Aber ich drücke auf jeden Fall habt ihr wieder mehr von uns bekommen, als wir selbst erwartet haben. Ist das geil oder ist das geil? Als ihr uns bezahlt habt. Insofern, ich fand es eine ziemlich heiße Folge. Ich fand es ziemlich gut. Ich fand es eine ziemlich offene Folge. Ich fand es auch gar nicht so gehetzt, wie wir gedacht haben. Schickt uns gerne mal Feedback an der Stelle. Ich möchte mich jetzt auch anfassen. Oder lasst gehen. Vielleicht möchtet einfach ihr euch auch anfassen genau. gehen. Oder lasst, wenn ihr das Glück habt, nicht alleine zu leben und die mit euch lebende Person ist nicht mehr minderjährig, lasst euch vielleicht auch einfach anfassen. Einverständnis vorausgesetzt an dieser Stelle. Ja, wir sagen tschüss und danke. Ich fühle mich gerade so ein bisschen verführt, weil ich habe noch Leberwurst im Kühlschrank und neben mir liegt ja noch der Hund. So, jetzt wird's richtig geschmacklos. So, das Jingle ist wieder off. Ich hau's jetzt einfach so raus. Hiermit läuft's. Wir sagen tschüss. Ich entschuldige mich. Triggerwarnung am Ende der Folge bringt nichts. Wenn ihr die Folge zufällig rückwärts hören solltet. Wofür entschuldigst du dich? Ansonsten. Wir entschuldigen uns einfach grundsätzlich mal für das, was wir sind. Wir distanzieren uns am Ende dieser Folge von der heutigen Folge und möchte einfach ganz klar sagen, wir haben es nicht so gemeint. Um einen weiteren Konkurrenz-Podcast kurz zu persiflieren, für die Inhalte von Philipp Godard ist ausschließlich Philipp Godard verantwortlich. Für die Inhalte von Johannes Schier ist ausschließlich Johannes Schier verantwortlich. Hiermit distanzieren sich die beiden schon mal pro forma voneinander. Genau. Nee. Du bist allein. Wer soll bei dir sein? Greif zum Telefon. Da sind wir dein auditiver Discofax. So, und jetzt fällt mir leider kein Reim ein. Ich habe wahrscheinlich den Schluss der Folge völlig ruiniert. Er liegt aber nur daran, dass wir keine Abspannmusik haben. Lass doch mal anlaufen. Komm,
Doch, die kommt. Die kommt jetzt ganz, ganz leise. Sonst schneide ich sie drunter. Irgendwas werdet ihr jetzt gleich hören und wir sagen tschö, macht's gut und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Nicht vergessen, YouTube abonnieren oder uns bei Instagram und Facebook folgen, denn nur da bekommt ihr mit, wann wir das Special endlich hochladen werden. Und jetzt ist wirklich Schluss. Wir sagen Dankeschön. War eine lustige Folge. Wir hatten wieder großen Spaß. Tschüss, Johannes. Mach's gut. Eine gute Zeit dir. Tschüss da draußen und bis ganz bald. Ciao, Philipp. Ciao, ihr Lieben an den Volksempfängern. Bis bald.